Ja, einen wunderschönen Ostermontag zusammen. Wir sind wieder da mit, wie man sehen kann, ETS2. Seit gefühlt 200 Jahren fahren wir mal wieder eine Runde. Heute auch mal wieder mit der Speditionssoftware. Ja, das heißt, wir sollten theoretisch auch über die Fahrt sehr viele Informationen erhalten. Ich guck mal kurz nach, ob hier auch alles anders. So, Geschwindigkeitsüberschreitung brauche ich keinen Hinweis. Das wäre ein bisschen übertrieben. Nee, das passt alles so, wie es da jetzt ist. So, dann würde ich nochmal vorschlagen. Obwohl, das hier kann tatsächlich noch an. So, perfekt. So. Wieso zeigt er mich ja automatisch schon? Hier ist noch ein Auftrag drin, der hier nicht drin sein darf. So, jetzt sieht's aber gut aus. Jetzt ist das Teil auch frei. So, mit dabei ist Finn und dann, ich, theoretisch. Du hast zwei Parkplätze. Hi. Ja, ich wer braucht ich zwei? Ich brauche zwei. Ach so, ja, gut. Hi erstmal an Daniel, hi an Tino, hi an Ebus und hi an Frohe Oster, an Desi. Schön, dass er reinschaut und wie gesagt, es geht jetzt auch gleich los. Irgendwas fehlt mir noch. Ah, ich weiß noch nicht. Nee, irgendwas. Ach so, hier. 6 Zuschauer haben wir schon. Dafür, dass ich noch gar nichts gemacht habe. Die Loots fehlen mir noch, weil ich will ja wissen, ob jemand hier, ne, so nett ist und so einen kostenfreien Loot abgibt. So. Ja, wie gesagt, ist schon wieder ein bisschen länger her, dass wir ETS gefahren sind, deswegen wird es auch mal wieder Zeit. Wir werden circa bis... Ah, die Uhr geht schon wieder falsch, bei mir steht 17:06 Uhr. Ich muss ja morgen wieder früh arbeiten. Nee, so lange wird's nix. Ja, ich muss immer eine Stunde zurückrechnen. Aus irgendwelchen Gründen meint mein PC, dass es eine Stunde später ist. So. Gut, dann kann ich jetzt auch ins Spiel rein joinen. Tata. Hup. Ja. Wie man hier auch sieht, Dani nimmt gleich zwei Parkplätze. Ja, hab ich doch gesagt. Bevor wir hier irgendwie fliegen, würde ich auch vorschlagen, wir gucken einfach mal alle einmal auf Escape drücken. Auftragsangebot, externe Aufträge. Und da Dani, denke ich mal, am wenigsten gefahren ist von uns allen, müsste Dani sagen, was möchte er, was möchte sie? Scheiße, ich hab's verkackt. Was hast du denn so für schöne Ziele? Was hab ich denn für Ziele? Ich hab Bus. Bus? Bus? Was ist das? Bus? Ach, Toulouse! Toulouse! Warte, ich guck mal, wo Toulouse ist. Was hast du denn, Toulouse? Kiwi oder Kaiba? Dann guck ich, ob ich das auch habe, dann haben wir ja schon was. Vielleicht die erste Seite, Preis nach unten. Ja, ich hab nach Streckenlänge, das heißt, den Preis nach unten. Das ist ziemlich Toulouse. Lange, ne? Ich sehe Toulouse gar nicht, ich geh nochmal auf aktualisieren. 2763 Toulouse, Kilometer. Ja. Wir können auch was Kleineres. Ja, wenn wir wahrscheinlich tatsächlich bei einer einzigen Tour bleiben. Also ich würde vorschlagen, wir nehmen mal was Kleineres, dass wir vielleicht zwei Touren fahren können. Ja. Ja, wir können es ja vielleicht nach Hamburg fahren wie letztes Mal und dann eine größere Tour. Ja, dann sagt also ich hätte zum Beispiel Bremen im Angebot mit Altverpackung. Was hätte ich noch? Hamburg hätte ich auch mit Altverpackung. Rostock hätte ich dann noch? Ich hab Hamburg oder was hast du? Ich auch nach Bremen. Ja, Hamburg wäre das. Ja, hab ich. Blätter mal eine Seite weiter, dann müsstest du noch was nach Hamburg haben, so ein Orangen-Altverpackungsdings. Also dritte Seite. Ja, ist bei jedem unterschiedlich. Kommt drauf an, wie viel. Ja, bei mir ist es die vierte Seite. Hamburg, von Uppsala nach Hamburg Altverpackung, so ein oranger. Von Nord nach Hamburg, nicht. Hast du. Kannst du noch aktualisieren? Du hast aber die Tour nach. Was hatten wir davor? Ja, nee, das wissen. Dena nach. Wo war das jetzt? Bremen, ne? Bremen. Hattest du dann sicherlich. Bremen hab ich aber nicht.
Auch nicht mehr. Jetzt aber auch nicht mehr. Wir drücken mal einfach mal alle einmal auf aktualisieren. Nein. Genau, jetzt drücken wir mal alle einmal drauf. Okay. Und dann sag mir mal irgendwas, was du so in Deutschland hast. Hab ich in Deutschland. Einmal Dortmund. Leere Paletten Dortmund. Leere Paletten. Dann guck ich mal nochmal gleich. Hab ich auch. Aber bei mir ist es noch. Welche Seite habt ihr denn? Die zweite. So, und hi erstmal auch an Kevin und an Jan. Schön, dass er reinschaut. Ah, Leere Paletten. Von IKEA. Ja, genau. Von IKEA. Ja, hab ich. Fahren wir die? IKEA. Leere Paletten, hab genau, ich jetzt nehmen wir mal an. Genommen? Drauf. 3, 2, 1, 2, 1. So. Dann haben wir doch jetzt eine Tour. Tanja, huhu an euch, lieben, und eine gute Fahrt. Ja, vielen Dank, Tanja. Danke. So, gut, dann holen wir da erstmal die Fracht ab. Okay. Ach, wir können doch, wir haben noch Zeit, ne? Okay. Ganz normal die Fahrt abholen. Wer will vor? Ich, ja, ich gehe zu Schluss. Fahr einfach mal hier rauf. Schlusslicht. Okay. Wow, jetzt fuck dich. Ich hab einen Zweiachser, ich bin kürzer, also der LKW jetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, fahre ich überhaupt noch richtig? Laut Navi, ja, sieht gut aus. Und jetzt rechts. Das ist richtig. Ja, diesmal kann ich dir nicht helfen. Ja, nee, ich habe nämlich das normale Navi-Teil aus. Oh, so, drauf bin ich schon mal. Und umfahren wir hier auch unsere Fracht. Ich glaube, wir sind hier falsch drauf. Ja, ja, wenn denn. So, Daisy schreibt Rostock. Ich weiß nicht, ob wir an Rostock vorbeikommen. Aber ich glaube schon. Und hi, 115 schreibt Leonie. Hi, Leonie. So. Ich glaube, wir hätten eine weiter rechts rauf gemusst, oder? Noch ein weiter? Okay, warte. Du hast die falsche Ausfahrt genommen, das habe ich eindeutig gesehen. Ja, da wurde gerade. Nee, da wurde gerade was. Das meinte ich eigentlich. Hi Kerstin und danke für dein Abo und hi an Laura. Hier ist es, hier wo ich gerade blinke. Ja, da. Ah. Da sieht gut aus. Jetzt wo ich gerade rein war, da ist. Ja, wie geht's euch allen zusammen? Am schönen Ostermontag. So. Und rauf. Ach, ist das schön. Und es kommt ein Nut. So, wo ist. Ach, da hat er schon seine Fracht. Wo ist denn meine? Ach, hier vorne. Oh, ja, da, ne? Ich fahr mal weiter, alles gut. Ich kann nicht sehen, wo meine ist. Ah, ja, ich hab sie gefunden, ja. So, ich fahr schon mal los, ne? Mach das. Nein. Nee, ich warte hier. So. Drauf ist sie. Ja, auch soweit, Leonie. Danke der Nachfrage. So, Laura geht's auch gut. Perfekt. Obwohl ich glaube, dass Laura und Leonie ja, naja, Geschwister, ne, und so. Olli ist extrem leise. Olli ist nie leise. Olli ist immer so laut, wie Olli immer ist. So. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Gut, der Auftrag wurde erfolgreich gestartet, kommt jetzt hier schon. Bin ich extrem leise? Ich höre mich mal kurz selbst an. So, Olli, sag mal was. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Nein, ich bin laut wie immer. Gut, und wir haben 36 Zuschauer bei Facebook, 38. Gut, ist das American Truck Simulator? Nein, Jan, das ist Euro Truck Simulator. Also wir fahren ja innerhalb der EU. Und nicht in Amerika gerade. So. Ja, Finn, wenn du möchtest, könntest du vorrollen. Jo.
Okay, lag daran, wenn ich im TS bin. Ja, dann kann es sein, dass es automatisch runtergeschraubt wird. Laura ist meine Schwester, genau, wusste ich's doch. Was war das denn jetzt? Wo bin ich Ja, gefahren? Leitplanke und so. Fängt ja gut an. Nee, das müsste mal auch. Nee, da müsste mal aufpassen. Das ist irgend so ein Bordstein, der ist richtig hoch. Da hat man kaum gesehen. User joined your Hallo. Hallo. Hi. Lag nur daran, dass ich nebenbei im TS bin. Irgendwie regelt das Apple komplett runter, wenn man nebenbei im Ja. Teamspeak ist und YouTube anhat, Ist dann nicht ist nur da YouTube so, ist auch bei anderen extended. Sachen so. Das Schlimme ist, wenn Das du ist jetzt, wenn du fürchterlich. das laut anhast, so laut wie es geht, ja, und du hörst mich leise, und du beendest Teamspeak, dann schaltet er um und du bekommst da Dann gleich, weiß kriegst ich was, für du. Probleme. Ja. Richtig. So. Genau. Daniel, Olli war, was? Olli war mal im Code weg, aber ich bin gleich wieder da. Achso, du warst mal kurz weg. Na gut, das ist mal solche. Leonie, er weiß, Nein, dass die ich deine Missstände Schwester sind bin. Ja, richtig, genau. unklar. So, und bye User bye. left your channel. Erste Ausfahrt. Wow. Das Navi beschwert sich noch nicht, dass ich so schnell bin. Okay, wir fahren ja auch ordnungsgemäß. Genau, ich habe nämlich keinen Bock, nur fünf Jahre gebannt zu werden. Ja, das ist doch sehr nett. Was ist Donnerwetter! los? Ah, verdammt! Ach Ja, so. Katze! Ja, man sollte seine Katze nicht mehr LKW mitnehmen. Ja, ich weiß. Aber die Ach fährt so so. den Ja, gut. Lastwagen, weißt du? Die will eigentlich immer ansteuern und das muss ich ihr immer verbieten. Also, wenn du durch die Katze kurze Abweichung hast und abbremsen musstest, ja, sag Bescheid, wir warten. Und ja, wir warten auch, weil du bist schon 200 Meter entfernt. Ja, ich musste die erst runterschmeißen. Ja, wir fahren ein bisschen langsamer, dass du wieder rankommst. Das ist nett, danke. Ja, sehr, War sehr 60, passt. okay, oder? Da, wo man 100 fahren kann. Oder 90, besser gesagt. Zum Deaktivieren von Taste. Achso, der komische Radar-Dingsbums da ist aktiviert. Bei mir wird Aber mir 80 wird 110 angezeigt. angezeigt. What? Ja, ich habe auf PKW umgestellt. PKW-Geschwindigkeiten. Aus dem Grund, dass das die Speditionsdings nicht nervt, weißt du? Du fährst zu schnell, du fährst zu schnell und so weiter. So, Dani kommt um einiges dichter. Perfekt. Ich habe jetzt mein Tempomat auf 80 gestellt, so langsam. Ja, Dani kommt ja auch, die ist ja schon wieder da. Perfekt. Ja, ich bin hinter Gut, dir. dann würde ich schlagen. Dann würde ich schlagen. Dann würde ich vorschlagen, wir fahren dann wieder so langsam die normale Geschwindigkeit. Also, sofern wir da hochkommen. Ja, wir fahren jetzt gerade wieder für die Firma IKEA. Wir fahren ja auch gerade Richtung Stockholm. Natürlich dürfen hier Marken nicht genutzt werden, deswegen heißt es jetzt IKA. Aber IKA, ne, ist was jeder IKA soll eigentlich IKEA heißen. Genau, und FCP soll Ja, DHL heißen. genau. So, Anni schreibt: Hi, hi Anni, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Bitte achten Sie auf Ihre Olli, Das Absteiger kommt ist, gerade oder? schon. Ich soll auf meine Geschwindigkeit achten. Hier ist nur 70. Ach, das sehe ich jetzt erst. Ja, was wäre ich bloß ohne diese Information? Da hupen schon mal. Ja, hallo, hier ist 70. So. Der Hub nach mal ja noch. Und rechts hier raus. Ja. Wie geht's euch denn generell allen so? Anni geht's schon mal sehr gut, das ist schon mal schön. Wow.
dann Schlenker. Sarah. Ich guck mal ganz kurz nach F5. So, wir haben jetzt insgesamt 1351. Okay, ist ja auch gerade nicht wenig, ne, was wir jetzt fahren. Aber zumindest kürzer, als wenn wir jetzt direkt bis nach Italien durchfahren. So. Daniel schreibt, Olli, ich bin... Was? Ich ein... Olli, ich bin ein Rowdy. Er wird immer so schnell. Achso, du meinst mich wahrscheinlich. Nee, das ist immer mein Job. So, wir fahren jetzt durch Stockholm. Also zumindest am Rand von Stockholm vorbei. So. Hörst du mich wirklich hupen? Ja, jetzt ja. Wenn du hupst, höre ich dich hupen. Funk, Test 1, 2, 3. Ja, ich glaube, ich auch. Nee, ich bin auf 9, deswegen. Gut, ich wechsle mal wieder auf 19. Während der Fahrt. Ja, merke ich gerade. Das Problem ist bei mir aber, wenn ich Y drücke, dann macht mein LKW eine Vollbremse. Das ist doof. So, jetzt bin ich auch auf 19. Und nur per Y oder per X? X gedrückt halten, genau. Ja, genau, da macht meine LKW eine Vollbremsung. So, Test 1, 2, 3. Keine Ahnung warum. Gut, perfekt. Hab dich gehört, alles gut. So. Patrick, hi, Tag schön. Wow. Oh, das ist gar nicht weggerecht. Ja, du bist schon ein bisschen schneller gefahren. Alles gut da hinten? Ich hab es so. Ne? Ne, hier rechts ist das Scania-Werk, ne? Ja, da scheint noch einiges zu stehen. Mhm. Es kommt ein Loot. So, wer spendet jetzt schon wieder 1 Million Euro für mich? Vivian schreibt, wünsche allen viel Spaß im Livestream von Klarsichtfolie. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Loot. Dankeschön. Und da ist da automatisch auch gleich ein Gaming-Headset, falls es euch interessiert, kauft es euch. Von Logitech. Nee, ich habe vorhin getankt, wo wir losgefahren sind. Okay. Ja. Du etwa nicht? Ach so. Nee, ich frage nur. Ich habe schon getankt. Man weiß ja nie. Eine Bockwurst wollte ich mir jetzt hier nicht kaufen. Ja, die sind noch total teuer hier an der Tanke. Ja, ja. Obwohl 3,50 € geht teilweise noch, wenn man die Preise von anderen hört. Ich wundere, ich fahre ein bisschen wackelig, weil ich in der Außenperspektive fahre. Ja, ich merk's gerade. Also besser gesagt, ich fahre in der TV-Perspektive. Ja, hab ich ja. Ich fahre jetzt unter 8. Achso. Ja, ja, das ist nicht gerade leicht so zu fahren. Olli, drück mal 5. Ja, dann sehe ich von vorne nichts mehr. So. Ja, und die Leute, die noch mitfahren wollen, ihr könnt gerne noch zustoßen. Wir fahren jetzt gerade Richtung Richtung Dortmund, glaube ich, war das. Ja, Dortmund. Sind jetzt kurz vor Linköping und irgendwann dann auf der anderen Seite. So. Leonie, ich habe den Loot geschickt und als Namen Leonie benutzt, aber du hast gerade wie. Da stand Vivian, oder? Da stand nicht Leonie. Leonie, sorry, bei mir steht der Name Vivian. Deswegen habe ich Vivian gelesen. Und ich kann es dir sogar beweisen, weil ich kann davon ja mal kurz ein Foto machen. Dann siehst du, dass es stimmt. Wie war, Schatzi, letztes Mal, als du gefahren bist, du fährst wie ein besoffener Pudel? Niemals, das kann nicht sein, das sind Gerüchte. So, ich guck mal ganz kurz jetzt nach vorne. Das habe ich ein Foto gemacht. Genau. Wow, danke. Olli, mehr links.
Ja, ein Foto während der Fahrt machen ist gar nicht mal so leicht. Ups. Ja, danke, danke, danke. Ben, bei dir sage ich nichts, du weißt es ja ganz genau. Ich bin gerade auf mein Handy gekommen. Mein Gott. Ja, ist nicht mein Problem. Ja, meins, ja. Ich habe eine Nachricht bekommen. Ja, man guckt auch nicht während der Fahrt. Ja, und ich mach, und man macht auch keine Fotos während der Fahrt, was ich jetzt gemacht habe. Ich weiß. Was ist denn mit meinem Lenkrad los? Ja, du fährst ziemlich wackelig. Ja, mein Lenkrad war nicht richtig drin. So. Auf jeden Fall Bild geschickt. So, jetzt ist es fest. Ich wollte mir eigentlich auch mal ein ordentliches Lenkrad holen, das muss ich mal wirklich irgendwann mal machen. Ich spiele immer noch mit Maus und Tastatur. Ich auch. Ah, da hupt jemand. Ja, Finn. Ja, ist normal, ne? Wenn du im realen Leben auf der Straße rumläufst, da hupt ein LKW, das hört man, glaube ich, auch ganz doll. Klingeling. Auf jeden Fall, Leonie, danke für dein Loot. Ich wusste nämlich nicht, dass du es warst, weil ich habe den Namen Vivian gelesen. So. Ja, der René schaut auch zu bei Facebook. Olli mehr links. Ja, ich muss halt auch nebenbei zum Chat gucken und dann kann es ein bisschen abweichen. Ja, dann solltest du gucken, wenn du in den Chat guckst, dass du auf einer geraden Linie bist. Dann kommt es gut. Hast du das fertig an, Olli? Warte mal kurz. Leonie schreibt, ich schaue später bei meiner E-Mail vorbei. Vielleicht, steht dort als Name Vivian. Kannst du gerne machen. Was habt ihr heute noch so vor, kommt hier als Frage. ETS jetzt, eventuell heute Abend dann noch Fortnite. Aber ich weiß nicht, ob Fortnite gestreamt wird oder ob es einfach nur ein kompletter Konvoi ist vor uns. Nee, ich weiß nicht, ob es gestreamt wird oder ob Fortnite einfach nur so privat gespielt wird. Wolftiger 1988, hey Olli, viel Spaß, frohe Ostern und gute Fahrt. Ja, dir natürlich auch und allen anderen, die noch hier sind. Wolftiger, von dir hört man ja auch kaum noch was. Wie geht's dir? Und da wartet auch schon der nächste Loot. Ich kann schon mal sagen, dass der nächste Loot von Joywhite ist. Die Loot-Funktion wird heute irgendwie wieder sehr ausführlich genutzt. Mustafa schreibt, Mehrhaber, hallo und herzlich willkommen. Ja, auch wenn ich kein Türkisch kann, aber Mehrhaber verstehe ich noch. Wolfiger, gut und selbst? Ja, auch. Wo bist du gerade unterwegs? Wir sind gerade auf dem Weg nach Dortmund und sind, glaube ich, gerade an Linköping vorbei, genau. Haben also noch eine schöne Tour vor uns. Kannst gerne zustoßen, wenn du Lust und Laune hast. Aber erscheint. Ja, okay, ja. Richtig. Ja, gut, zustoßen, ja. Das könnten andere Leute wieder falsch verstehen. Oh ja, das wird dicht. So. Olli fährst du immer noch fertig? Habe ich fertig nicht im Moment? Ja. Na, ich dachte schon, es wird ja bald dunkel. Wir haben es ja schon 18.03 Uhr. Das war bestimmt eben das Team von Retter 84. Der fährt gerade nach Linköping. Das kann sein, weiß ich nicht.
Oder vielleicht kommt er uns ja noch entgegen. Dann, ich musste die Kurve wohl ein bisschen schneiden, deswegen bin ich weiter rechts gefahren. Nee, ich meinte Olli. Achso. Er knutscht immer vorhin an die Leitplanke. Wie schnell fährst du gerade, Pen? Okay. 80, genau 80. Gut, da fahre ich jetzt auch 80. Und 2, 1. Ja. Gut, ich fahre 80. Macht ihr das mit dem Wolfiger schreibt, bist auf EU3, oder? Ja, bin ich. Was meinst du, Dani? Einmal die C-Taste, du darfst keinen Gas mehr geben, ja, und drückst dann einfach auf die C-Taste. Und genau, dann darfst du aber auch keinen Gas mehr zugeben oder ähnliches. Oder Gas kannst du schon zugeben. Dann tut er danach halt wieder runterbremsen auf 80. Aber du darfst nicht bremsen, weil sonst ist der Tempomat wieder aus. Okay. Wir könnten ja immer wieder so eine Gier leider. Okay, jetzt fahren wir ja gerade raus aus Schweden und so weiter. Können wir mal ein anderes Mal wieder anvisieren. So. Ja, wir haben schon wieder über 40 Zuschauer bei Facebook. Hallo und herzlich willkommen. Ihr dürft auch gerne im Chat schreiben, ja, dass wir wissen, dass ihr da seid. So. Wir fahren geradeaus weiter, oder? Richtung Helsingborg. Vermute ich mal. Ja, geradeaus weiter. Dann passt es ganz gut. 45 Zuschauer. Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr reinschaut. Ich guck mal kurz, wie viele Gesamtzuschauer wir jetzt gerade haben bei Facebook. Ja, Facebook läuft irgendwie immer so ein bisschen besser. 2884 Zuschauer. Ja gut, knacken wir die Millionen. Nee, okay, das ist ein bisschen unrealistisch. Okay, es kommt ein Nut, es kommt ein Nut, es kommt ein Nut, es kommt ein Nut. So, jetzt haben wir knappe 60 Zuschauer. So, was? Olli ist nicht mehr lustlos, merke ich gerade. Ja, nee, das war ich heute Morgen, da hatte ich irgendwie keinen Bock auf nix. Hat sich aber mittlerweile geändert. Seitdem ich im Teamspeak war. Ja, Olli, und es kommt gerade Nut. Liebe Grüße aus der Schill 1. Und immer schön auf die Straße gucken. Ja, würde ich tun, aber das ist gerade wackelig hier. Ach du Scheiße. Oh, oh wow. Ah, bremsen! und ja, hast du jetzt Schaden? Dazu? Okay, mein Auflieger Schaden mit ja, der okay. Meiner ist noch heil. Das kommt davon, wenn ich mich nicht nehmen kann. Ich fahre immer ordentlich. Ich würde meine Fracht eigentlich jedes Mal heil ans Ziel bringen, wenn es nicht andere Idioten gibt, die mir reinfahren. Ja, ja. Ja. Also nee, 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 ich habe natürlich Sicherheitsabstand gehalten und konnte abbremsen. Aber ich habe trotzdem Bremsen gerufen, dass Dani sofort Bescheid weiß, okay, ich muss jetzt auch runterbremsen. Ja, das war mein Fehler, ich war zu schnell in der Kurve. Das war auch ja. Ole Deutsch, hi, Tag schön, wie geht's dir? Falschfahrer? Boah, ich dachte, das wäre ein Falschfahrer. Wir können nachher auch noch nach dieser Tour eine Event-Tour fahren. Es gibt doch derzeit das eine Event. Ja, irgendwie geht das da. Irgendwie 10 Touren in Schweden? Ja, okay, die erste machen wir ja gerade, die geht aus Schweden raus. Also bringt es. Okay, und 10 Touren schaffen wir, glaube ich, auch nicht von der Zeit her. Ja, ich fahre ja nicht mehr so oft derzeit ETS. Weil derzeit irgendwie andere Spiele so leicht im Vordergrund gerückt sind. Aber es heißt ja nicht, dass das so bleibt, ne? So. Gut, jetzt haben wir hier die nächste Person. Ionutz. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Schreibt Salut. Willkommen im Stream. Offiziell sind wir ja bei YouTube, für alle, die jetzt gerade zuschauen. Es schauen ja gerade 82 Leute zu. Das geht schon wieder Richtung 100 hier. 84 Leute. 86, 90.
Alle, die es gerade zuschauen, also wie gesagt, wir sind normalerweise mehr bei YouTube aktiv als bei Facebook. Deswegen seht ihr die Chat-Nachrichten, die ich hier vorlese, nicht so wirklich, weil die sind bei YouTube. Das heißt, wenn ihr da Klarsichtfolie suchen würdet, würdet ihr uns finden, dass wir gerade live sind. Und aber auf jeden Fall auch ein Hallo an den ganzen Leuten, die jetzt bei Facebook gerade zuschauen. Sind ja knapp in 90. Daniel schreibt überholen. Okay, dann überhole ich den nochmal, den vor mir hier. Das will ich sehen. Meinst du, es wird ein Elefantenrennen? Du cheatest. Nö, wieso? Ich cheate nicht. Ich war ganz normal. Ich hab meinen Fuß. Aber ich komme leicht dichter ran. Aber ja, ja, richtig. Wegen externe. Und wir haben beide 22 schon drauf. Ja, das heißt, aber du siehst trotzdem ein bisschen mehr ab, finde ich. Obwohl, wir haben auch die gleiche Maschine eigentlich. Du hast auch den Scania, ne? Den 700, weiß ich was. Ja, ich auch. Ich habe einen 37er. In 12 plus 2 Gang getrieben und... Ja gut, ich überhole später. So. Ja. Können wir nochmal mit Zugmaschine gleich mal machen, nämlich auch hier von mir aus. So, wir bleiben jetzt erstmal geradeaus, ne? Ja, das passt ganz gut. Ja, der Finn möchte mich nicht überholen lassen. Und ja, Dani, guck mal bitte nach vorne. Wenn ich mich jetzt rechts einordne, dann passiert knallt. Da nichts. Dann das doch, das knallt. Nein, nein. Nicht mit dem Abstand, du. Olli, was ist das? Eine 50.000er derzeit. Aber mein Ping ist bei 23. Mein Ping ist trotzdem jetzt nicht gerade das Beste. Obwohl, deiner ist bei 100. Na, du bist die Person, die leckt. Ne? Du hast hier einen 100er Ping. Ich habe einen 23er. Dani hat den besten mit 11. Ja. So, Daniel fragt, wohin geht der Weg? Der Weg geht nach Dortmund von Skandinavien aus. Hallo an euch, kommt von... Oh, ihr habt alle die geilsten Namen. Namen, die man sonst nie ausspricht. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich versuch's mal. Erstmal hi an David. Und hi an Radwan. Das... Klingt eigentlich ganz leicht geschrieben, aber da haben wir halt noch ein paar extra Buchstaben mit drin, deswegen bin ich da unsicher, ob es richtig ist. So, Leonie schreibt, sag mal, wieso hast du die Österreich-Flagge als Aufkleber auf deinen Drack? Das ist kein Aufkleber, das ist... Aufkleber ist es ja meistens, das ist irgendwelche Folie, ne, die drauf ist. Glaube ich. Klarsichtfolie, genau. Weil Österreich und so. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich es Österreich mehr mag als Deutschland. Ach, hinter mir wird gehupt. Ja, ich kann dich auch wieder vorlassen, wenn du möchtest. Nein, musst du. Ich fahre gerade 90. Ja, 89, weil es bergauf geht, jetzt wieder 90. Der Tank ist noch dreiviertel voll, das heißt... Wir kommen wahrscheinlich sogar, wenn wir Glück haben, bis zum Ziel mit dem Tank. Warte mal, ich ziehe zwar für einen kurzen Moment hinter die ein, okay? Dann möchte ich mal gucken, wie weit okay, mach das. Weg bin. 25 Meter. Mein Ohr juckt gerade, das ist total Meter. Unangenehm. So. 24, Daniel schreibt, Olli, bald kommt, komme ich in ETS. Was? Diese Schreibweise. Olli, bald kommt ich, ETS2, ein neues Update mit der 1.30.1. Das Update sagt mir noch nichts. Wie gesagt, ich habe auch die letzten Male nicht so viel gespielt, ETS. Was soll da denn neu sein? So, schön hast du es ausgesprochen. Was? Schön hast du gut ausgesprochen. Gut, dann war es ja doch perfekt. Ja, wir haben nur noch Zeit.
So. Ja, Alter. Jetzt fahre ich gerade 100. Ich habe echt 101. 102. Ja, bergab halt, Peter. Ne? Ja, ich hab 95, was ist denn los? Oh, gut, da habe ich es eigenermaßen richtig ausgesprochen. Das klingt schon mal sehr gut. Warum sollten wir jetzt runterfahren? Jetzt sind wir wieder auf der gleichen Spur, oder was? Haben wir gerade gewechselt? Nee, das ist irgendwie andere Auto. Ja, tatsächlich. Ja. Helsingborg sind wir. Ich fahre jetzt 80. 80, dann fahre ich auch wieder runter auf 80. So. Ja, das wäre ein bisschen zu riskant, deswegen. Ja, wir können es an die Geschwindigkeit halten. So, ich bin wieder bei 80. 79 bin ich eigentlich gerade, sehe ich gerade. So, jetzt aber. Ja, passt, jetzt bin ich bei 80. So. Hi, Kater. So, jetzt muss man kurz gucken. Christoph fragt, wie heißt das Game? Euro Truck Simulator 2? Beziehungsweise ETS 2? Ja, das ist Spiel ist schon etwas älter, allerdings immer noch sehr beliebt, weil es halt Multiplayer funktioniert. Man fährt hier gemeinsame Frachten. Teilweise im Konvoi, manchmal wird es auch recht lustig, wenn irgendwelche Idioten auf der Strecke sind. Und ja, der fährt wahrscheinlich genauso schnell wie wir, sogar langsamer, so wie es aussieht. Das heißt, wir könnten theoretisch überholen. Ich versuche jetzt mal zu überholen. Ja. Ah, nee, wir müssen eh runter. Gut, wir bleiben hinter ihm. Zumindest erstmal. So. Was haben wir noch? Daniel fragt, was passiert. Moment, ich muss erstmal kurz hier die Ausfahrt nehmen. Was passiert bei einem Unfall? Ist das Spiel dann vorbei? Das Spiel ist dann nicht vorbei. Du hast eventuell einen Totalschaden. Kommt drauf an, wie stark der Unfall ist und muss sich dann abschleppen lassen. Dein Fahrzeug reparieren lassen und die Fracht, die man hinten drauf hat, könnte dann im Eimer sein, dass man, wenn man die nachher abgibt, man nicht mehr wirklich Geld dafür bekommt. So wie mein 7%, ja. Ja, jetzt fahren wir durch Malmö, so wie es aussieht. Aber wir sind ja noch recht klein, wir halten auch bei roten Ampeln an, wa? Würde ich sagen. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Und ich fahre so schnell wie mein Navigationssystem meckert schon, weil ich über 50 bin. So, die nächste Frage kommt hier. Spielst du mit PlayStation 4 oder Xbox? Das ist PC, worüber ich jetzt gerade spiele. Für die PlayStation und Xbox gibt es das Spiel leider nicht. Und wenn, wäre es bei mir wahrscheinlich eh mehr die PlayStation, weil Xbox habe ich nicht. Dann ist mir was aufgefallen. Was? Du warst anständig, ja? Nein, deine Lackierung hast du dann Auflieger, kann das sein? Ja, kann sein. So, jetzt fahre ich mal ganz vorsichtig. So. Ja, ich habe nichts verstanden über Funk. Wie kann man... Was? Hier haben wir. Niebeck schreibt, wie kann man das denn im Multiplayer spielen? Ganz mal auf die Internetseite truckersmp.com gehen. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Und dort kann man sich das runterladen. Dass man dann Multiplayer spielen kann. So, 137 Zuschauer haben wir. Das ist ja heute extrem viel hier. Für einen Ostermontag. Okay, alle haben frei. Sag mal, brennst du ab oder was machst du? Falls du mich meinst. Komm, fahr weiter. Ach so. Weil bei mir wäre es normal, dass ich sehr langsam fahre, gerade weil Chat und Kreisverkehre. Nein, ich bin falsch abgebogen. Ich fahre jetzt eine größere Runde, ich muss einmal rumfahren. hi. So. Besser wäre mit Verkehr, Autos und so weiter. Daniel, ist im normalen Singleplayer... Ich fahre wieder zu schnell. Bitte achten Sie auf ist im normalen Singleplayer ist es auch so. Bloß im Multiplayer, wenn da generell so schon Fahrzeuge fahren, ja, und dann noch Fahrzeuge dazu, das Spiel würde sowas von rumlecken. Und jeder würde jeden reinfahren, wenn jetzt hier noch KI-Fahrzeuge wären. Aber normalerweise ist es so. Normalerweise sind auch KI-Fahrzeuge mit bei. So, ich bin jetzt kurz vor. Ich bin jetzt bei IKEA. Ich komme wieder zurück auf die Autobahn. So.
So. Ich blinke immer noch. Der Blinker geht mittlerweile auch nicht mehr einfach so aus, wa? Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Wario Form kommt hier. Wir kommen auch, was der andere schreibt. So. Ich sehe noch auf, ich sehe noch auf. Ups. So, jetzt bin ich wieder richtig. Und ich bin wieder zu schnell. Ah, ich darf wieder 100 fahren. Perfekt, gut. Da kommt eine Maut und ihr könnt euch durchfahren. Ja, aber nur rechts. Ohne zu bremsen. Ja. So, Diego schreibt, muss man was bezahlen? Das Spiel kostet, wenn man Glück hat und das mal Angebot ist, nur 5, 6 Euro. Nee, ich glaube, ganz rechts ist das immer, wo man durchfahren kann. Also wie gesagt, ca. 5, 6 Euro kostet das Spiel normalerweise im Angebot. Jetzt haben wir ja noch Ostern, da kann es auch noch sein, dass es noch im Angebot ist. Ansonsten bezahlt man vielleicht noch ein 5er mehr oder so. Allerdings kann man das auch noch sagen. Gut, abgerechnet. Soll ich wieder vorfahren, Dani? Okay. Ja, geh vor. So. Nee, was man aber dazu noch sagen kann, das ist nur das Hauptspiel dann, wo du hauptsächlich nur in Deutschland und Österreich fahren kannst. Und Schweiz. Dann gibt es ja die DLCs, wo wir jetzt ja gerade fahren. Wir fahren ja durch Skandinavien gerade. Das kostet dann auch noch ein bisschen was extra, das DLC, dass man dorthin fahren kann. Dann gibt es noch ein Frankreich-DLC, ein Italien-DLC, wenn man halt da ausführlicher fahren will. So. Wie heißt das Spiel, kommt hier als Frage. Das Spiel heißt Euro Truck Simulator 2. Und gibt es auch MAN? Ja, MAN gibt es auch. Genauso wie es halt Scania gibt, was ich fahre. Ich habe ihn nicht verstanden. Scania gibt's, Volvo gibt's, was gibt's noch? DAF gibt's noch. DAF. Iveco. Und Iveco. Mercedes. Mercedes. Noch was? Okay. Ich wüsste jetzt gerade aus dem Kopf nichts. So. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Dan Wilson fragt, you are on the wrong side of the road. No, we are on the right side. Denn wir sind hier in Europa. Da fährt man auf der rechten Seite. Also hauptsächlich fährt man ja in Europa auf der rechten Seite. Es gibt noch solche gewissen Länder wie Großbritannien, wo man links fährt. Aber hier, wo wir jetzt gerade sind, ist es auf der rechten Seite. Brune schreibt, was kriegst du? Was meinst du? Wien wäre cool. Ja, Wien ist auch mit bei, Daniel. Also das ist auch in dem standardmäßigen schon mit bei. Entweder ist der Chat eingefroren oder schreibt niemand mehr bei YouTube gerade. Aber bei ETS haben wir gerade 170 Zuschauer. Da ist einiges los. What's game is this? Euro Truck Simulator 2. Und John schreibt Thanks. Ja, bitteschön. Ich spiele auch, aber mit Android Euro Truck. Na okay, über Android gibt es nur solche Fake-Varianten, die halt nicht gerade so besonders gut sind. Wie lange fährt man? Wie im echten Leben oder ist man zum Beispiel in 30 Minuten am Ziel? Bei der Strecke, wir fahren... Ey! Anhängerschadens auf 6,7%. Finn hat geleckt, wie verrückt. Ja, und jetzt habe ich Totalschaden. Echt? Motor. Ja. Ich kann jetzt noch zum Straßenrand fahren und muss mich abschleppen lassen. Du hast gerade einen extrem großen Sprung nach hinten gemacht. Vorne 33% Schaden, hinten 6%. Und bitte dran denken, Licht anzumachen, weil sonst werden wir gekickt. Wir haben eine gewisse Uhrzeit erreicht. So, gut, dann Abschleppdienst rufen. So, das zum Thema Unfälle bauen. Und Daniel, um auf deine Frage zurückzukommen, eine Tour von 500 Kilometern als Beispiel erreicht man in einer halben Stunde. Das heißt, ich denke mal, dass es ein Maßstab 1 zu 10 ist, ungefähr. Ja. Olli, bei der
Wie viel Minute war das jetzt, der Unfall? Musste bei 1,46 gucken. 1 Stunde 46. Wir sind schon 2 Stunden live? Das ist krass. Olli, eine Stunde. Nein, er sagt mir 1 Stunde 48 sind wir live. Das passt nicht, oder? Aber das zeigt er mir sogar bei YouTube an, die falsche Uhrzeit. Ist das komisch. So. Auf jeden Fall, wie viel Geld hast du? Falls du jetzt in-game meinst, kann ich dir zeigen. Da oben steht's. 96.602.864 Euro. Ich spiele lieber auf der PS4. Ja, PS4 habe ich auch. Aber da gibt's das Spiel leider nicht. Kann man im Multiplayer auch die Maps ändern? Leider nicht. Nur die Standard-Maps kann man nutzen. Und Daniel schreibt, geiler Unfall. Ja, okay, war klar. So. Ja, Tanjas 2018 Version kommt jetzt hier gerade schon. Okay. Wo ich bin? Wo bist du denn? Ich komme jetzt. Ja? Moment. Na, du fährst schon raus, sehe ich gerade. Ja, ich fahre. Ja, nee, ich fahre jetzt wieder. Hier ist ein Blitzer, Dani, ne? Hier rechts. Ja, Blitzer interessiert mich nicht. Ich habe genug Geld. Ich sag's dir mal. So. Gut. Wir fahren weiter. Und ich fahr schon zu schnell. Bitte achten und das Navi Sie sagt, Ihre Geschwindigkeit. Ich will ein Foto. Ja, ich muss jetzt lächeln. Wo ist denn der Blitzer? Da vorne. Da vorne, ich sehe ihn schon, glaube ich. Nee, das ist ein Zebrastreifen. Wo ist denn der Blitzer? Ach so, okay. Also da hat es nicht geblitzt. Olli, mir sagt YouTube 49 Minuten an. Ja, bei mir zeigt er 1 Stunde 50 an. Das ist ein bisschen verbuggt heute bei mir. Weil an meinem PC ist es auch 17.51 Uhr gerade. Mein PC hat irgendwie eine Zeitumstellung hinter sich. Keine Ahnung. So. Ich würde gerade schon sagen, wie schnell verging die Stunde, ja? Olli, du hast hab ich? An, nee, jetzt habe ich Fernlicht an. Ja, ich habe normales Licht an. Echt? Soll ich dich überholen? Was blendet hier? Ja, bitte. Ich hab ihn. Dann knallst du nämlich wieder in den Finn rein. 123 Zuschauer. Ja, kaum gibt's einen Crash, gehen sie alle. Ampelrot. Olli? Ja, ich hab angehalten, nicht, ordnungsgemäß. Ne? Kater, Olli mir sagt, achso, hatten wir schon die Nachricht. Ole schreibt, hey du. Hey Ole. Tanja 2018, okay. Wir haben jetzt 150 Zuschauer, ja? Ihr seid verrückt. Aber ihr dürft auch gerne alle das Video teilen und ihr dürft auch gerne auf YouTube die Klarsichtfolie abonnieren. Wir machen nicht nur ETS, wir machen auch sämtliche andere Spiele. Sogar für die weiblichen Personen, wir spielen sogar Pferdespiele. Wie Star Stable Online, wir spielen. Was spielen wir noch? Minecraft spielen wir sehr viel derzeit. Wir spielen auch solche Malspiele wie Scribble.io, ja, wo man halt Bilder malen muss und die anderen müssen das erraten. Wir spielen LS17 ab und zu mal, ist aber mittlerweile sehr wenig geworden. Was spielen wir noch? Train Simulator spielen wir noch teilweise. OMSI 2. Fernbus Simulator, das kommt bei Facebook auch zum Beispiel immer sehr gut an. Da hatten wir, glaube ich, mal einen Rekord von knapp 210.000 Zuschauer. Da wollte ich eigentlich die Viertelmillion knacken, aber hat dann nicht mehr funktioniert. PC mag ich nicht mehr. Ja, mein PC mag seit heute Mittag mich nicht mehr. Seitdem hat er die Uhrzeit umgestellt. Auf eine Stunde später. So, ich habe 150.000 Euro, schreibt Radwan. Ja, ist ein kleiner Unterschied. Jetzt ist Far Cry 5 rausgekommen. Daniel, habe ich mitbekommen? Far Cry 4 hatte ich ja auch. Ich bin am überlegen, ob ich mir Far Cry 5 hole. Aber ich habe von einigen Leuten schon gehört, dass es nicht so besonders sein soll. Also Far Cry 4 soll wohl besser sein. Kann ich noch nicht beurteilen. Auf jeden Fall, was ich auch noch dazu sagen kann, was ich auch... okay, was ich auch heute Abend noch spielen werde, ich weiß nicht, ob ich streame oder nicht, muss ich mal gucken. Fortnite, weil Fortnite ist auch recht lustig gemacht. Ja. Oh, es kommen Herzen, danke für die Herze.
Ja, und FIFA und GTA habe ich beides nicht. Also FIFA habe ich noch ein ganz altes, also FIFA 14 habe ich noch. FIFA spiele ich halt derzeit auch nicht so oft. Ich 150 Zuschauer schon wieder. So, es interessiert mich aber tatsächlich, wie viele Gesamtzuschauer wir hatten bis jetzt. Oh, nicht springen! Das ist sicherlich so ein Typ, ja, der irgendwie Steine runterschmeißt. Ja, so, insgesamt Zuschauer bei Facebook 11.591. Vielleicht schaffen wir ja noch die 20.000 während des Streams, weil ein bisschen fahren wir ja noch. Also ihr dürft es auch gerne teilen, wenn ihr möchtet. Ihr dürft uns auch gerne bei YouTube abonnieren, da wo wir ja hauptsächlich sind. Bei Facebook dürft ihr gerne die Seite Klarsichtfolie liken. Können wir hier durchfahren? Gut, perfekt. Ja. Ey, das wäre jetzt die Arschkarte gewesen, ja. Aber ich finde auch teilweise die Grafik extrem gut. Ja, ich werde jetzt mal kurz in die Außenansicht wechseln. Ja, ja, das meine ich, ja. Deswegen wechsle ich mal kurz. Hier sieht man's. Ups. Opa. Ja, bei mir auch, aber wir jetzt auf der Brücke sind, da geht's nicht mehr. Schade. Aber ihr seht's ja schon, die Aussicht alleine. Ah, und hier rechts sieht man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also, ja, richtig. Das ist schon geil gemacht, auch alleine, wenn man jetzt hier so rechts rüber schaut, die Wolken und Sonnenverhältnisse, das Wasser. Okay, das Wasser ist vielleicht jetzt nicht so 1 zu 1 perfekt, aber auch recht schön gemacht. Man sieht auch, dass es Skandinavien ist, ja, so Richtung Dänemark, weil links haben wir auch dann so ein schönes. Ja, ist das eine Windmühle? Nee, nicht offiziell, das ist so ein. Windmühle, sag ich schon. Leuchtturm. Leuchtturm. Me too, hi, Tag schön. Und Leonie schreibt, ich verstehe nicht, warum Fortnite nicht für jedes iOS-Gerät geeignet ist. Ja, kann ich dir sagen. Es verbraucht sehr viel Arbeitsspeicher und das schaffen die neueren Apple-Geräte nicht. Deswegen geht's nicht mit allen. So. So, Charlotte schreibt schon, sie ist zu Hause. Ich soll schreiben, wann ich ankomme bei Fortnite. Wird wahrscheinlich circa 18 Uhr sein, wo wir dann durch sind, spätestens. Und danke für die ganzen Likes, die hier gerade reinkommen. Vielen Dank dafür. Und was haben wir denn hier noch Schönes? Mike schreibt gerade, fahren und Chat lesen ist ein bisschen schwer, oder? Das Schlimme ist, ich habe auf dem Handy habe ich den Facebook-Chat, ja. Auf dem PC habe ich den YouTube-Chat. Und hin und her switchen und beides lesen ist teilweise gar nicht so wirklich leicht. Deswegen knallt es auch zwischendurch mal. Das kommt sicherlich nochmal vor. Ja, wenn du dem weiter so ja. Ins Hinterteil kriegst, ja. So, Timo schreibt, ist das auch richtig mit Kontrollen? Du fährst ja, als wenn du 2 Promille hast. Kontrollen gibt es hier nicht so wirklich, außer wenn ich so schnell fahre. Und ihr seht jetzt auch gerade die Künste von Finn vor mir. Sind die Reifen warm machen? Ja, und gleich kippst du um. Ja, also so fährt man, wenn man. Timo, denke ich mir auch, wie betrunken. Ja, ja, das ist halt nicht mal so wirklich leicht. Weiß das Spiel, ist das auf PS4? Leider nicht, Daniel. Das Spiel gibt es nur für PC und Mac. Gesundheit. Mahlzeit, Finn. Das war sowas von laut, ja. Das war lauter, als wenn du hupst. Ja. Ich hab doch gerade kein Essen. Ja, trotz dessen. Frage, habt ihr auch schon Italien-DLC ausprobiert und wie ist eure Bewertung? Freundlich anfragt. Rico, Italien, muss ich sagen, okay, die Autobahnen sind recht langweilig gehalten, aber die Innenstädte von Italien finde ich schön. Die haben sie gut gemacht, die sind ein bisschen größer als die normalen, standardmäßigen, ja. Also Innenstädte, Daumen nach oben, Autobahn und so weiter, naja, hat sich nicht wirklich viel getan. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja.
Du drückst die eine Taste umsonst, Finn, das habe ich vorhin schon gesagt, du hast Dauersenden an. Das heißt, du wirst... Ja. Achso, das habe ich wohl vergessen. Nee, musst du gar nicht. Du musst gar nicht drücken. Du hast Dauersenden an, das heißt, deswegen haben wir auch gehört, was du so machst da. Geil. Alles gut. Daniel, wie ist das Spiel auf PS4? Wie heißt das Spiel? Das Spiel gibt's nicht auf PS4. Und fährst du mit Lenkrad? Kommt von dir weg. Nein, ich fahre mit Tastatur derzeit. Irgendwann mal mit Lenkrad, mal gucken. Ich will mir irgendwann das Logitech holen. Das G29. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber eins der beliebtesten Lenkräder. Dann Thrustmaster. Ja, Thrustmaster ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich bleibe dem Logitech. Ah, wieder dreispurig. So. Wir haben 116 zu. Kaum sage ich 116, sind es 122. Nochmal ein Willkommen an alle Leute, die jetzt neu reinschauen. Und Rico schreibt Dankeschön. Ja, bitte. Kein Problem. Das ist meine Einschätzung zumindest dazu, was Italien angeht. Links. Und wenn ich nicht will, ich muss. Ich sehe schon. Dann ja, bin ich eine Stunde später am Ziel. So, wir fahren jetzt noch eine halbe Stunde ungefähr, dann sind wir am ersten Ziel angekommen und fahren dann vielleicht noch eine kleine Tour. Also 2000 Kilometer oder 3000? Also ich tendiere zu unter 1000. Oder knappe 1000. Weil wir sind ja schon eine Stunde live. Sagen wir mal, in eineinhalb Stunden sind wir am Ziel. Also in einer halben Stunde, ja. Wenn wir dann nochmal eine Tour fahren, dann sind wir schon zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden unterwegs. Und das ist dann vollkommen ausreichend. Ich werde halt älter, ne? Ich kann solche langen Touren nicht mehr. Ja, ich weiß. Danke für dein Mitleid. Eine Runde Mitleid, wenn ich Zeit habe. Hast du keine Zeit für Mitleid? Was bist du denn für eine? Ja. Nee, im Moment gerade nicht. Ich muss gucken, dass ich den nicht ins Ja, ich habe Tempomat auf 80 und hoffe, dass ein Finn nicht mehr leckt. Das hoffe ich für dich nicht. Ihr werdet ja wieder zweispurig. Ja. Und ich würde sagen, diese Tanke jetzt nicht, aber danach die Tanke nehmen wir einfach mal aus. Einfach nur aus Prinzip, oder? Ja, von mir aus. Also das war ja... So, ich versuche jetzt mal was zu trinken während der Fahrt. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Das Ding ist ja, ich trinke die ganze Zeit es, wenn ich was sagen möchte. Und ich habe das total irgendwie versäumt, dass ich, dass das Dauerdings ist. Die Dauersprachfunktion. Na toll, dann sowas. Ja, ich muss sagen, nur so, wenn man Tempomat hat, ne, kann man in Ruhe auf einer glatten Strecke noch was trinken. Mein Internet ist eben abgeschmiert, weiß nicht wieso. Ja. Das können wir auch nicht wissen. Und der Chat bei Facebook ist down. Ach, da ist er wieder, da ist er wieder. Das Chat war weg. So. Christoph schreibt Hallöchen und schönen Rest Ostern. Ja, wünsche ich dir auch, Christoph. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. 130 Zuschauer und kaum jemand schreibt. Alle 130 Leute, die gerade da sind, ihr könnt ja einfach mal einfach irgendein Zeichen schreiben, dass ich weiß, ihr seid da. Solltet ihr nicht schreiben können, weil ihr kein Feld habt, wo ihr reinschreiben könnt, dann bitte einfach einmal direkt auf die Seite von der Klarsichtfolie gehen, bei Facebook, und dort könnt ihr schreiben. Oder halt bei YouTube sind wir hauptsächlich immer aktiv, da findet ihr auch alle unsere anderen Videos. Und könnt auch da gerne abonnieren, schreiben, liken, disliken, was ihr halt möchtet. Ah, hier vorne kommt eine Schlafmöglichkeit. Wie spät haben wir es eigentlich? Es ist 21.33 Uhr, ne? Das ist der kleine Vorteil an Skandinavien. Es wird nicht dunkel. So, wir verlassen das Land.
und sind jetzt in Deutschland. Wir haben den Weg genommen, wo wir keine Fähre brauchen, fällt mir gerade auf. Schade. Ich wäre zu gerne mit der Fähre gefahren. Ja, nee. Wir können ja nachher noch ein bisschen, wenn wir in Dortmund sind, können wir ja rüberfahren Richtung Großbritannien, dass wir auf die linke Spur fahren müssen. Oh, ja. Gut, ihr fahrt. Da kannst du nichts falsch machen, ne? Ja, dann ist okay. Genau. Wir können ja die Zuschauer fragen, was wollt ihr sehen? Linksverkehr, Rechtsverkehr, Geschlechtsverkehr. Drei Möglichkeiten zur Auswahl. Aber das dritte können wir erst ab 22 Uhr machen. Und dann wäre es auch kein ETS mehr. Okay, wir machen aber 22 Uhr. Ja, war klar, dass das jetzt mit dir kommt. Musst du morgen nicht früh raus? Hast du noch Ferien, oder? Achso, ja, ich muss morgen wieder arbeiten. Und das... Das Schlimme ist, ich habe jetzt meine Kontaktlinsen 10 Tage drin ungefähr. Und ich soll jetzt nach 2 Wochen, also Dienstag, dann schon wieder vorbeischauen. Aus dem Grund, dass die mal wieder geprüft werden können. Sind die noch in Ordnung? Kann ich eine bessere Stärke bekommen? Wie vertragen sich die mittlerweile mit meinen Augen? Und so weiter und so fort. Und deswegen heißt es morgen für mich um 6 aufstehen. Ne, Quatsch, um 5 aufstehen. Um 6.30 Uhr zur Arbeit fahren. 16.15 Uhr Feierabend, dann nach Potsdam fahren zu meinem Optiker und bis ich dann wieder zu Hause bin, haben wir es wahrscheinlich so 20 Uhr, 21 Uhr und dann kann ich auch sofort ins Bett gehen, weil ich am Folgetag wieder früh raus muss. Gute Nacht. Also morgen werde ich zunächst zu gebrauchen sein, übermorgen sieht es wieder anders aus. Daniel schreibt, hallo Olli, ich bin noch da, das ist schön, dass du noch da bist. Das ist früh. Wenn ich schon daran denke, morgens früh aufstehen. Man ist doch so in diesem Ferien. Da erstmal rauskommen, ne? Ja. Na, du, was meinst du, wie es nachher ist bei mir? Ich muss nachher wieder um 5:30 auf. Ja, ich muss aber um 6 aufstehen. Erst um 7:30 ab. So. Anni schreibt holla. Hi und herzlich willkommen. Und Christoph schreibt, Linksverkehr wäre mal was anderes. Dann machen wir es. Dann machen wir nachher Linksverkehr. Was? Ihr kommt schön brav mit. Wir können auch was anderes machen. Wir können auch einfach hier in Deutschland Linksverkehr machen. Ja, mal sehen, wer als erster gebannt wird. Nee, das habe ich schon zweimal durchgemacht. Danke, nein. Ich meine, ich kann es zwar machen, aber... Ja, in der nächsten Tanke, wie gesagt, halten wir kurz an. Dann kann ich auch nochmal die Karte zeigen, dass man sieht, wo sind wir losgefahren, wo fahren wir jetzt noch hin. Falls noch irgendwelche... Ja, F5 ist die Karte so klein. Ich werde die Gesamtkarte haben, weißt du? Ich tanke auch einfach mal. Da vorne kommt was. Ups, Blinker aus. Da vorne kommt was. Ja. Ach so. Ja, dann nehmen wir die doch mal. Ach, da sind wieder Leute. Wie wär's mal mit Bremsen? So, dann fahren wir doch mal rauf hier. Oh mein Gott. Bitte achten Sie auf meine Geschwindigkeit. Achten, das kann ich. So, dann tag mal nochmal. Ja. Olli? Eine Tanke? Die Tankstelle wurde automatisch erkannt und wird mit einem Preis von 1,14 Euro pro Liter abgerechnet. Du hast 453 Liter getankt und deiner Spedition wurden 516 Euro in Rechnung gestellt. Definitiv. So, ich warte dann kurz hier. So. Und Motor aus. Nee. Neue Collision in der Tanke. Okay, so, Rico schreibt, Linksfahren finde ich immer schweres Fahren. Zumindest wenn man es nicht gewohnt ist. Und Geisterfahrer spielen, was Christoph sagt, das passiert leider sehr oft.
dass die Leute, sofern die das Land verlassen und halt woanders sind, wo man halt auf der anderen Seite fährt, ja, sehr oft kapieren das die Leute nicht und fahren auf der falschen Spur und dann hast du einen Geisterfahrer vor dir. So, Leonie schreibt, du geh jetzt, es gibt Himbeerkuchen und musst danach noch aufräumen. Wünsche allen noch viel Spaß im Livestream. Ja, guten Hunger. Leonie schreibt mir, schieb mir mal ein Stückchen durch die Leitung. Lecker Himbeerkuchen. Kommt von Tanja. Ja, auf jeden Fall guten Hunger. Und hier. Also wir fahren jetzt hier, haben wir unsere Tour übrigens. Wir sind irgendwo hier oben gestartet. In Uppsala sind wir losgefahren. Sind über Stockholm, Linköping, Jönköping und so weiter gefahren. Helsingborg, Kopenhagen waren wir. Odense sind jetzt kurz vor Hamburg. Richtig, okay, fahren weiter Richtung Hannover, biegen dann irgendwann ab auf die andere Autobahn, wo es dann Richtung Dortmund geht. Komm gleich wieder. Genau. Auf die 2. Was meinst du, Dani? Achso, sie kommt gleich wieder, meint sie wahrscheinlich. So. Ich habe ja 61,25% erkundet. Ich kann mal kurz in den anderen Modus wechseln. Ups, das war. Aber schade, dass es keine Promos gibt, ne? Ja, teilweise wäre es schön, teilweise wäre es vielleicht sogar ein bisschen nervig. Wenn dann hier einer fährt mit 20 Anhänger dran, weil es das total unrealistisch ist. Und die Straßen dann dementsprechend blockiert. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Da, schreib so. Perfekt. Ja, da. Kann doch erst noch den Livestream anschauen. Ja, kannst du machen. Aber du hast gesagt, du bist weg. Deswegen. Genau, das Spiel heißt Euro Truck Simulator 2. Also das normale nicht. Bitte die 2 dahinter schreiben. Und dann passt es. So, habe ich hier noch irgendwelche bestimmten Nachrichten? Passt. Gut, wir können weiterfahren, wa? Dass wir noch irgendwann ans Ziel kommen. Und wie gesagt, danach fahren wir, wenn wirklich bloß eine kleine Tour noch. Weil wir brauchen ja mit der hier schon Ewigkeiten. Wir haben ja jetzt noch 422 Kilometer vor uns. Schade, dass Tanja nicht mehr mitfahren kann derzeit. Ja, die hat irgendwie ein bisschen Probleme, ne? Warum ist der Beschleunigungsstreifen hier so kurz? Ja. Erstens ziemlich kurz gehalten, zweitens, wenn man auf der Autobahn raufkommt, ist es gleich nur zweispurig. Das finde ich auch ein bisschen kurz gehalten, genau. So, ich fahre mal ein bisschen langsamer, dass Dani auch in Gänge kommt. Nee, jetzt rechts. Ja, hinter mir ist auch wer. Dani ist auch jemand, ja. Hinter mir ist wer. So, hi Laura, willkommen zurück. Jetzt bin ich gerade ein bisschen über das Gras gefahren und ich habe nach rechts gelegt und der fährt. Und es kommt ein Nut. Unterstütze diesen Kanal mit einem kostenfreien Nut. Genau, könnt ihr gerne machen. Kostenfrei sozusagen für uns spenden. Dann gibt es ein paar Cent für uns und. Was ist denn das für Werbung hier eigentlich jetzt gerade? G933, G903, Powerplay. Aha. So, gleich kommt da auch eine Nachricht. Da steht aber nichts weiter großartig drin. Ich kann nicht mal sehen, ob der hinter mir blau ist oder grün. Vielleicht ist er blau. Dann sollte er aber von der Autobahn runter. Der hat aber einen Vorratstank. Hinten drauf. Nee, der ist blau, jetzt sehe ich's. So, dann fahren wir mal ein bisschen langsamer, wa? Ich würde mich jetzt mal kurz auf 70 einpendeln. Weil dann kommt ja Dani recht schnell wieder ran. Auch wenn es sehr langsam wirkt. Hallo. Hi Bärbisch. Tag schön. Na, alles klar? Ja, ja, ja. Wir fahren hier gerade und fahren und fahren und fahren. Und du willst wahrscheinlich mitfahren. Wohin denn? EU3. Wieso links? Wer fährt auf dem Gras von uns? Ach ja, aber bitte die neuen Regeln durchlesen. Genau, also wir sind auf EU3, fahren gerade Richtung Dortmund und fahren von Dortmund aus nochmal eine kleinere Tour.
als die jetzige? Nee, das war Finn, jetzt sehe ich es erst. Ja, was ich bin vernünftig gefahren. Nee, alles gut. Los. Ja, du warst gut, Tony. Ausnahmsweise. Ah, muss ich da runter? Nee. Was will denn? Alles gut. Ich hab's noch. Mach mal fern, nicht dann hier. Ich hab's. So, Dani ist das auch. Dani ist immer noch da hinten. Okay, nochmal langsamer fahren. Achso, dann ist Finny so lahmarschig. Obwohl, Finny kommt dichter. Gut, dann passt doch alles. Perfekt. So, ich guck mal kurz. Wir haben immer noch 123 Zuschauer bei Facebook. Ihr werdet nicht weniger. Also nicht, dass ich was dagegen habe. Ach du Kacke. Und wir haben es geschafft. Nach Dortmund fahren wir. Wir können den Stream beenden. Wir haben unser Ziel geschafft. Wir wollten mindestens 20.000 Zuschauer haben bei Facebook und wir haben 22.450. Insgesamt. Aktuell oder insgesamt? Okay. Okay, jetzt machen wir die 30.000 voll. wir sind gerade unter Hamburg, fahren wir gerade runter. Also ja, weil wir sind in 330 Kilometern da, das heißt vielleicht in einer Viertelstunde bis 20 Minuten. Achso, ja gut, ich bin Polen, dann am besten direkt nach Dortmund. Ich port mich noch. Könnt ihr an Rastatt vorbeifahren, schreibt Leonie. Leider nicht, weil diesen Ort gibt es nicht in ETS. Welcher Ort? Rastatt gibt es nicht, oder? Nee, wüsste ich. Generell eine Raststadt? Nee, das heißt tatsächlich so. Das ist eine Stadt, glaube ich, die heißt so. Scania okay. Hoffmann schreibt: Na, hi, Tachchen. 135 Zuschauer bei 139 Zuschauer. Also, ihr dürft das auch gerne noch teilen, falls ihr noch nicht geteilt habt. Ich bin schnell. Ach, jetzt auf einmal doch, ja. Susanne schreibt: Euro Truck Simulator 2. Genau so heißt das Spiel. Genau, und das Spiel gibt es bei Steam, Rico. Fahrt ihr über die A2 nach. Oder fahrt ihr gerade über die A1? Thomas fragt schon, wie das Spiel heißt. Das wurde gerade nochmal geschrieben. Wir fahren jetzt gerade. Steht nicht. 7, glaube ich. Auf jeden Fall nicht die Autobahn, die durch Bremen führt, sondern die rechts daneben. Scheint die 7 zu sein, oder? Das ist die so. 7, glaube ich. Ja, dann ist es, dann fahrt ihr erst die 7, dann 2 und dann nach Dortmund. So ungefähr. Gut. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich fahr mal kurz rechts ran. Vielleicht schneid's, Olli. Licht an. Dani, willst du mal vorfahren? Nein. Wollen wir warten, bis die eine Person vorbei ist und dann fahren wir weiter, wa? So, gut. Warte mal, jetzt ist hier links. Jetzt kannst du drauf. Du musst jetzt auch vor mir, weil es wird geradeaus weitergehen. Gut. Was braucht man LKW eigentlich gerade? Mein Papa will es, glaube ich, gerade lieber nicht wissen. Ich fahre gerade mit 150. Fahrt ihr langsam oder fahrt ihr zwischen 80 und 90? Wir können nur 90. Sehr gut, dann habe ich Zeit. So, hier haben wir eine Nachricht bekommen, die ich leider nicht lesen kann, aus dem Grund, weil diese Nachricht nicht auf meiner Sprache ist, nicht mal annähernd. Auf jeden Fall, hi und herzlich willkommen. Fahrt ihr im realen Leben auch LKW? Ja, fahren wir. Kein bisschen. Also PKW reicht mir derzeit. Ich wollte gerade sehr viele Fragen stellen. Und ich glaube, wenn ich jetzt im realen Leben LKW fahren würde, dann würde ich, glaube ich, in meiner Freizeit nicht mehr wirklich die Lust und Laune haben, dann noch online weiter LKW fahren zu wollen. Komischerweise gibt es aber ziemlich viele. Ja, davon, das stimmt auch wieder. Also das finde ich ja überraschend, so von wegen, oh, ich komme gerade vor der 20-Stunden-Tour. Ja, okay, das sind aber auch wieder dann die gewissen Leute, ja, die das wirklich nicht wirklich als Arbeit machen, sondern wirklich als Hobby.
Ja, die generell gerne fahren und sowas mögen, ja, und die bekomme ich genug davon, die müssen dann auch noch zu Hause weiterfahren. Das sind auch immer die Schlimmsten in einem Konvoi. Fahr doch mal ordentlich. Ja, ich weiß. Dabei fahren sehr viele LKW-Fahrer in Real Life auch nicht gerade ordentlich, muss man natürlich dazu noch sagen. Mhm. Stimmt. Erkennt man meistens am Nummernschild. PL. Bini, bei dir alles gut? Bei wem, was? Bei dir. Bei dir. Ihr seid schon wieder so weit hinten. Ja, wieso? Ja, eben deswegen. Ja, wir fahren 90 offiziell. Ja, nee, überhaupt kann ja gar nicht sein. Ich dachte, ich fahr ja beinahe in Ars. Ja, dann überhaupt. Ja, genau, Vollgas voraus. Ja. Ja, jetzt fahr ich 94, Alter. Ja. So, wir wollen ja noch irgendwann ankommen, ne? Und welcher LKW-Fahrer hält sich bitte schon an die 80? Auch in Real Life. Also 85 ist echt die. Ja, die meisten fahren 90 bis 100. Nimmst du immer das Gras mit? Ich muss ein bisschen Rasen mähen, das haben wir schon hoch. Wenn der LKW ist, so oft schafft mit 100. Ja. Manche sind ja schon. Ups, warum mach ich Scheinwäsche an? So. Ja, ich weiß. Hier ist jemand, Olli. Ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele noch schneller fahren würden, wenn das nicht noch aufgezeichnet werden würde. So, Rico schreibt, sorry, es heißt Euro Truck Simulator 2, T9 hat es falsch verbessert. Ja, kenne ich so oft, das hatte ich schon so oft, ja. Man schreibt irgendwas und der macht aus einem total harmloses Wort ein richtig schlimmes Wort. Und dann schickst du es ab. Ich wusste nicht mal, dass es noch T9 gibt. T9 ist doch, wenn du nur die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tasten hast. Oder? Nee. 200 Zuschauer haben wir jetzt gerade live. Nee, auf Facebook. YouTube? Jetzt sind es wieder 160, 164. Ja. Das switcht immer so ein bisschen hin und her. Manuel schreibt, hi. So. Stefan, ja, deshalb fragt ich fahre jede Woche 3500 Kilometer. Ach, Stefan, du bist also LKW-Fahrer. Okay. Und hast trotzdem jetzt noch Lust, ETS zu spielen? Das ist doch schön. Nivek, wie kann ich, wenn ich mir den Launcher runtergeladen habe, das mit Steam verbinden? Du musst dich auf der Internetseite registrieren, also einloggen, und dann kommt automatisch die Frage, ob du es mit Steam verbinden möchtest. Und da machst du dann halt ja. Und dann startest du später das Spiel direkt über den Launcher und nicht über Steam mehr. Und dann läuft es auch. Ganz wichtig, wenn du dich einloggst, ich weiß nicht, ob sie den Fehler schon behoben haben, so wie ich Truckers MP kenne, haben sie es noch nicht behoben. Deine E-Mail-Adresse musst du kopieren und dort einfügen, weil das Ad-Zeichen wird nicht übernommen. Glaube ich auch. Ich glaube, es ist immer noch nicht behoben. Also ich fahre 90. Ja, ich fahre 685, weil ich war hinter den Haiying 1995. So. Also ich ziehe jetzt mal links raus. Chris schreibt gerade schon, LKWs sind in der Regel bei 89 abgeriegelt. Ja. So ist es auch bei uns. Dann könnte man sich wieder fragen, warum 89 und nicht 90, aber... Genau. Nicht 90 okay, bergab erreichst du wahrscheinlich trotzdem. Camille oder Camille, wahrscheinlich Camille heißt es, schreibt Scania, genau, wir fahren hier gerade Scania. Tobias, wie viele Spuren braucht ihr denn gerade fahren? Ja, sorry. Ich habe hier zwei Chats vor mir. So. Jan schreibt, gestern gerade gehabt, wollte eine Freundin fragen, ob sie heiß zu Hause angekommen ist. Und T9 hat draus gemacht, bist du geil zu Hause angekommen. Ja, geil und gerade, ne? Das meine ich mit T9. Jan, was war denn die Antwort? Ah, das ist auch geil, oder? Bist du geil zu Hause angekommen? Ja, kommt ich ihr? Bin geil da. Du bist geil. Wenn wir schon beim Thema sind. Oder gleich da. Laura fragt, was ich mache. Ich fahre. Also ich versuche zu fahren. Björn schreibt, gib doch mal Gas, 82 fährt keine Sau auf der Autobahn. Ja, das ist ein LKW, der auf 90 gedrosselt ist. Schneller komme ich nicht. Tobias schreibt, MAN Power, fahre selber 40 Tonner. Ah, Tobias fährt ein 40 Tonner MAN.
Also von MAN weiß ich nicht, so kann ich mich nicht so wirklich anfreunden. Ich mach die Blinker überhaupt nicht in dem ETS. Okay, die Blinker sind hier identisch normalerweise, die gibt's ja auch in Wirklichkeit. Charlotte schreibt, hi Charlotte. Charlotte, circa 18 Uhr, denke ich mal, oder 18.30 Uhr wäre ich dann soweit für Fortnite. Ich muss ja bloß noch die Waschmaschine anschmeißen, dass ich morgen Wäsche habe zum Anziehen. So. Chris schreibt, bergab klar, geht es ja. Was schneller. Musst du aber auch aufpassen wegen Fahrkarte, wegen Fahrerkarte. Dann zieh gleich rüber, komm! Fahr doch nicht die ganze Zeit auf der linken Spur. Ach, Bergisch ist da. Ja. Olli ist aber vorne dran. Nee, hier ist ein. Ist ja, Funtime her. Bla. Ja. Ich fahr jetzt erstmal 70. Dann bleib jetzt da. So, Jan schreibt es gerade zum Thema Jan und seiner Freundin mit dem Geil angekommen, ne? Viele lachende Smileys und ein verdutzter Blick. Schlimm ist, dass ich es erst später mitbekommen habe, dass ich geil geschrieben habe. Ja, bei mir ist es auch sehr oft, ich lese ja im Nachhinein nochmal eine Nachricht durch, die ich geschrieben habe. Ja, und wenn ich dann feststelle, ach du Scheiße, das habe ich geschrieben. Meistens bringt es dann auch nichts mehr, die Nachricht zu löschen und nochmal neu zu schreiben, weil die schon gelesen worden ist. Chris schreibt, einmal Ende, scheiße, Volvo ist besser. Ja, okay, Volvo. Es geht los. Also ich muss sagen, ich mag Scania. Ich fahre hauptsächlich Scania hier. Aber jeder hat seine eigene Meinung. Manche mögen MAN lieber, manche. Bei manchen ist es auch so, die zum Beispiel jetzt wirklich hauptsächlich nur MAN fahren. Als Beispiel. Und dann genauso sind wie ich. Und keine anderen LKWs probieren. Ja, ich weiß nicht, Finn fährt schon der 80. Nee, das ist kein Kuschelsauer. Ist ja. 80, ne? Bin ich ganz vorne, ne? Ich halte mal lieber Abstand hier. Ach, das ja, ist ja, ja. Da vorne kuscheln angesagt. Finn mag kein. Ah, jetzt gibt er Gas, jetzt gibt er Gas. Was für ein Abstand jetzt gibt er Gas. Minus 10 Meter? Olli ist 34 Meter. Ja, ja. 33. Ich weiß, das ist wenig und es hat auch schon dafür gesorgt, dass ich 33% Schaden vorne hatte, weil er geleckt hat. Ja, der, 6% der Anhänger, ne? Wird nicht mitgezählt. Bei mir nämlich auch. Ja, ich kann aber auch gut abbremsen. Ich habe nichts hinten dran. Oh, wir werden überholt. Ach, du oh Scheiße. Mein Gott, wir werden überholt. Ach, der. Ja, weil Finn. Also, der, wir müssen sowieso ab hier, oder? Nee, wir bleiben oder? Hier, wo wir sind. Ja, die nächste. Ja, die nächste ab. Also, ich würde schon bremsen bei der Kurve. Ja, toll. Hui. Oh, es geht schon, oder? Gerade noch so gerettet. Kicker, wir müssen rechts ab. Ja, hey, meiner wackelt schon ein bisschen, aber es klappt noch. So, hinter der Kurve gucke ich mal wieder auf den Chat. Hier kommt. Oh, hi Bergisch kommt hier von Kater. Hab eben gewonnen. Ja, wow, interessiert keinen. Doch, wir spielen es ja nachher nochmal. Finn 90, ja. Ey, nicht so schnell. Warum hier? Denn 90? Ach nee, die anderen haben Probleme mit dem Berg hochkommen, besser gesagt. Dani. Genau. Olli ist dunkel, ich brauch Licht. Übrigens ist Bergisch hier nur mit dem Ding unterwegs. Was denn? Olli? Ja, ich wollte ein bisschen okay, Zeit gut okay. Machen. Also schlechter machen. So, jetzt müssen wir eh runter. Ja, okay. Ja. Wir sollten langsam machen, ja. Wir fahren okay, auch schon recht langsam. Boah, ein bisschen bremsen ist gut. Hast du gerade einen Elefant überfahren? Ich hab's gehört. Ja. Ups. Hast du das nicht gesehen? Ja. Yeah. Susanne schreibt wieder Euro Truck Simulator 2, genau. Tobias schreibt, müsst ihr auch Ruhepausen machen? Normalerweise schon. Aber so wie wir halt sind, haben wir die abgestellt, dass wir die nicht machen müssen. Ja, richtig, der klappt nicht so, ist 100%. Ich muss ja jetzt so vorstellen, der Multiplayer-Server, der hat halt seine eigene Zeit und wenn man dann sagen müsste, man müsste eine Pause machen, dann müsste richtig, man... Richtig, das heißt erstmal ein paar Stunden zur Ruhe setzen, sonntags gar nicht fahren, richtig? Ja, natürlich. Genau. An Feiertagen auch nicht, heute? Also wir sind gerade auch was ganz Böses am Machen. Ja, genau. Was habt ihr denn geladen, dass ihr am Wochenende am Feiertag arbeiten dürft? Von Ikea. Wow.
Ja, es geht um lebenswichtige Sachen, man merkt es. Ja, total. Und da vorne ist grün, das kriegen wir doch hin, oder? Oh, scheiße, doch nicht mehr. Und Sonny, was hast du? So, Chris schreibt nichts gegen Volvo. Ich sag auch nichts gegen Volvo, jeden seins. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Ja, hast du einen Elefanten gekriegt? Erhöhung des Anhängerschadens auf 7,8%. Sonny, pass auf. Ich hab auf den Chat geguckt und schon hab ich Finns Arsch gekuscht. Ja. Christoph schreibt, du weißt schon, dass du mit Fernlicht fährst. Ja, ist ja auch dunkel. Aber ich kann es ja ausmachen. So, Albertus Nachricht kann ich nicht lesen. Wladimir schreibt, was ist das für ein Spiel? Das ist Fernbus-Simulator. Fernbus-Simulator, falsch. Eurotruck-Simulator 2. So, und wir haben immer noch 150 Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen an allen. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Wenn es euch gefällt oder wenn ihr auch andere Streams von uns sehen wollt, wir streamen ja regelmäßig. Ihr könnt uns gerne bei Facebook die Seite liken, uns bei Facebook auch abonnieren oder bei YouTube sind wir ja hauptsächlich. Da dürft ihr es natürlich auch machen, wenn ihr möchtet. Wenn nicht, dann nicht. So. Werkstatt wahrscheinlich, weil da muss ich eh hin. Ja, nicht nur du. Ich muss warten. Huch. Ja, Olli, wir haben schnellstens eingepackt. Ja, da hast du schon einen kleinen Vorteil. Ja, macht mal schön hin. Bis ich da bin, seid ihr eingepackt. Also selber einpacken, ne? Nicht nur drücken. Was denkst du von mir? Weiß ich ja nicht. Aber ich parke mal mit der Außenansicht ein. Was? Diesen Rückspiegel benutzen kannst du auch. Ich hab im Ellbogen. Ja, ich hab das immer nie gemacht, von daher habe ich damit ein bisschen Probleme. So. Oh, ich würde mir eine Oculus Rift dafür holen, aber bei. Ja, ich verkack's jetzt schon FPS durch gerade. Okay, mein Aufführer hat 7% Schaden, jawohl. Ach, da bist du immer noch, Dani. Achtung, Finn, da muss ich jetzt hin. Achso. Okay, das war's, Tor. Ja. Halt im Hintergrund? Ja. Ja. Finn, da muss ich hin. Ja, wo musst du denn jetzt? Da musst du ganz hinten. Geh noch weiter weg. Ja. Ach, da musst du. Ja. Ach. So. Und jetzt leckt er, der junge Mann. Ich glaube, hier störe ich nicht, oder? Nee, so, passt. Ich hatte leere Paletten. So, oh, Tanja schreibt Hugo Bergisch. Und die Fracht war noch annehmbar. Ja, okay, ein bisschen. 7,8% Schaden. Ja, bei mir war sie auch noch annehmbar. Bei mir war es auch annehmbar. So, was sagt denn Facebook? 200 Zuschauer. Mit was überträgst du das Spiel? Mit OBS übertrage ich's. Was kostet das? Sieht irgendwie cool aus. Wladimir, das Spiel kostet im Angebot teilweise 5 bis 6 Euro nur, also das Hauptspiel. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Ja, und wenn du so ein Paket haben willst, würde ich sagen. Ja, richtig. Wenn du ein Paket mit gleich mehreren Ländern haben möchtest, wie zum Beispiel Italien. Okay, Italien wird dann noch nicht mit bei sein. Aber zumindest Going East, dass du den Osten von Europa abfahren kannst, genauso wie wie Skandinavien ist mittlerweile auch schon sehr oft mit bei in den Paketen. Und richtig. Frankreich. Weil Frankreich kostet alleine normalerweise schon recht viel. Da macht es sehr viel Sinn, sich das als Paket zu holen. Du bist zu viel am Lenken, schreibt Steve. Ja, ist ein Spiel. So. Spielt ihr zusammen oder seid ihr Konkurrenten? Wir spielen zusammen. Wir fahren die meistens dieselben Frachten und ja. Und ich fahre jetzt erstmal zur Werkstatt. Mhm, ich auch. Ich habe schon wieder einen Unfall gebaut vorhin. An der Ampel bin ich doch den Finn hinten rein. Ach so, das habe ich nicht gesehen. So, wo ist denn die Tank überhaupt? Links, wa?
Tanke, sag ich schon, die Werkstatt. Tanke? Also ja, wenn du, ganz kurz für den, der gefragt hat, im Moment kannst du alles zusammen kaufen für 50,52 €. Ich sag nur eins, nein, nicht genau für diesen Preis. Schau am besten bei Anbietern wie Instant Gaming oder MMOGA. Habe ich leider nicht. So einen Reference-Link haben. Bitte achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit. Aber wir haben einen Link bei Amazon. Aber wer kauft das Spiel bei Amazon? Stimmt, die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Offline-Modus wurde aktiviert. Bitte beachte, dass im Offline-Modus Fähren und Tankstellen manuell eingetragen werden. Der Server ist down von SpeedV. Es kam es gerade, dass es jetzt im Offline-Modus läuft. Warum auch immer. Bei mir nicht. Und dass sich Fernpreise und Tankstellen jetzt selbst. Ah. Die Verbindung zum Server wurde hergestellt. Ja. Gut. Aha, du hörst Spotify? Da. Die Hintergrundmusik läuft über Spotify. Ja. Was man also so bei Spotify sehen kann, ne? Eden Project Chase. Ja, typische Playlist von Dings da. So, Charlotte schreibt, Tanja bei Fortnite war gerade AFK, weiß nicht, wann du die Frage gestellt hast. Daniel schreibt, Olli, wo waren wir als... Was? Wo fahren wir als nächstes hin, meinst du wahrscheinlich? Das suchen wir uns jetzt raus, die Tour wird es auf jeden Fall um einiges kleiner sein. Solche... Ja, ich bin... Ich habe hier was nach Napoli. Ja, das sage ich ja, um einiges kleiner sein. Genau, erstmal noch Italien. Obwohl Italien ja so an sich nicht mal so schlecht ist. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja jetzt mal ein bisschen Linksverkehr, ne? Oh. Ja, das haben wir gesagt. Ja, das müssen wir jetzt auch einhalten. Was haltet ihr? Ja, was haben wir denn zur Auswahl überhaupt? Unter extern. Ich hätte Dover. Grimsby hätte ich noch. Was haltet ihr von Grimsby? Ich wollte keine kurzen Strecken. Knoblauch. Grimsby, genau. Knoblauch. Hab ich. Ja? Muss ich gerade erstmal suchen, wo sind genau das? Genau. Und Transinet. Gibt noch einen zweiten. Grimsby wäre nämlich eine eigenermaßen gute Tour. Ja. 1008 Kilometer. Genau. Ah, Grimsby. Dann nehmen wir die doch, wa? Ja. Und das sind automatisch unter 1000 Kilometer, weil wir noch eine kleine Fähre haben. Aber die Fähre ist wirklich recht klein gehalten. Von daher passt das. Na gut, dann haben wir unsere letzte Tour für heute, die wir jetzt fahren. Ja. Und. Jetzt wollte ich gerade links fahren, aber wir sind noch in Deutschland. Gibt es auch als PS4-Spiel? Wäre mir neu, also gibt's nicht. Vladimir, finde euch cool, hab euch mal geliked. Ja, vielen Dank dafür. Dennis, find das gerade witzig, mach das morgen früh in Real. Mach es. Rico, ich finde Einparken in der Vogelansicht einfacher. Ja, ich auch. Deswegen bin ich gerne in dieser Ansicht, weil man lenkt in diese Richtung, in der man am Ende fährt, mit dem Hänger. Oh. Das hat man auch gehört? Jetzt bin ich gegen einen Auflieger gefahren. Gegen meinen so, eigenen. Dann fahren wir nochmal die Fracht abholen, wa? So, ja, ich noch nicht. Muss noch fahren. So. Man hat sofort gemerkt, ja, wo wir abgeladen haben und so weiter, dann sind die Zuschauer sofort auf 110 runtergerutscht. Ja, und jetzt sind wir schon wieder bei 140. Niebeck schreibt, Hilfe, was los? Ups, Ampel ist grün. Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen weiter. Das haben wir anfangs gemacht. Da haben wir eine halbe Stunde lang überlegt, ja, wo fahren wir überhaupt hin? Und da muss man noch auf Personen warten und so weiter und so fort. Und am Ende haben wir bis noch 3-4 Zuschauer gehabt, weil die alle schon abgeschaltet haben, weil es zu lange gedauert hat, bis es losging. Deswegen ziehen wir gleich die letzte Tour weiter. Ah! Oh, das war knapp. So. Leitplanke, guten Tag. Ich bin da. Ach, die Dani ist auch schon da. Schön, wie schnell die alle seid. Kommt sind alle da. Hochgeknallt. Hast du das ja an
dingsen, oder? Deswegen komme ich so ist auch nicht rauf. Oh. Viel Spaß. Ja. Doch! Warum auch immer. Ja. Gerade noch so. So. Irgendwie sagt mein Spit vor nichts mehr. Auch offline? Nein. Achso. Hast die Warnweste auch angehabt beim Abladen? Natürlich, Joscha, was denkst du denn von mir? Nivek, ich finde keinen Pfad beim Installieren. Du findest es Programme X86 oder so? War es 86? Irgendwas in der 80er. Dann hast du, glaube ich, den Punkt Steam, Steam Apps. Dann hast du dort Common, also C-O-M-M-O-N. Und dort hast du Euro Truck Simulator 2. Das musst du anklicken und dann läuft's. Spielt jeder für sich oder habt ihr eine gemeinsame Firma? Also normalerweise habe ich eine Spedition. Bergisch ist auch ganz fleißig da drin zu fahren. Die anderen sind noch nicht drin, aber theoretisch fahren wir eh alles zusammen. Ich will auch noch. Habe es bei Steam gekauft. Okay, Nivek, dann hast du ja jetzt die Möglichkeit, dir das runterzuladen. So. Seid ihr soweit? Dann fahren wir mal raus, ha? Ja. Okay, war mir schon fast klar. Dann fahre ich hinter Finn. Dann hast du einen sicheren Bergisch, der ordentlich fährt. Ja, und ich habe einen Finn, der, naja, fährt. Ne, Finn? Ja, nix, ja, alles gut. Ich sag, du bist ein guter Fahrer. Wolltest du was sagen? Ja. Oh, hier, rot. Ich mach dir natürlich einen Stoßdämpfer in der Gruppe. Wieso Stoßdämpfer? Ich fahre ganz brav. Ja, ich meine ja auch für dich der das Stoßdämpfer. Das heißt, Bergisch würde es gefallen, wenn du ab und zu mal hinten ansetzt. Nein, ich meine jetzt eher, damit ihr nichts passiert. Ach so, ja, gehen. Ja, okay, so. Warum? Ich muss anhalten. Ich warte. Ja. Tank leer? Muss anhalten? Nein. Rote Ampel wahrscheinlich. Ja? Ja, okay, wir stehen ja auch gleich wieder an der roten Ampel. Ich muss mal Fernlicht noch einschalten, also noch richtig einschalten. Hä? Fernlicht in der Stadt? Macht man nicht. Fernlicht? Nein, ich wollte es nur ganz kurz eben umstellen. So. Jetzt bin ich. So, läuft doch perfekt. Ja, war klar. Nee, nehmen die Ampel einfach so wie das ist. Fahr rüber. Noch ist grün. Oh, jetzt wird gelb. Nein, okay. zieh durch. Wir sind ein Konvoi. Wir sehen bloß nicht die Polizei, die uns absperrt, aber wir sind ein Konvoi. So. Und das steht oben rechts zur Auflage. Ich würde mir ja ein Auto holen, aber es ist ja. Olli, bezahlst du die Blitz? Ja, das kann alles über die Spedition abgerechnet werden, aber da bist du ja noch nicht drin. Ah, das. Ich weiß. Nein, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber ein anderes Mal. Ja, sofort nachher mache ich die Waschmaschine an und sofort nachher werde ich was essen und sofort nachher werde ich Fortnite spielen. Genau, sofort nachher. Bei euch Deutschen ist sofort nachher sowieso etwas. Ach ja, für die Leute, die es noch nicht wissen und noch nicht erkannt haben, Dani kommt nicht aus Deutschland. Sie kommt auch nicht aus der Europäischen Union, sondern sie kommt aus der Schweiz. Wäre jetzt noch eine andere Person hier, dann hättet ihr auch sehr viel Spaß, Dani zuzuhören. Hä? Hey, wir müssen hier rechts rum. Nö. Nee, Bergisch falsch, geradeaus. Ich werde hier lang geschickt. Dann hast du dein Navi anders eingestellt. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, laut Navi. Warte, ich halte mal kurz rechts an. Ja, du hast dein Navi wahrscheinlich auf eine andere Dings eingestellt. Ein viel effektivster Weg, oder weiß ich was. Oh. Also wir fahren hier los, wo wir jetzt gerade sind. Dann fahren wir unten Köln lang. Dann fahren wir durch Liege oder Lie, weiß ich wie der Ort heißt. Unten Brüssel lang. Dann fahren wir durch Lille, Lille, keine Ahnung. Und dann kommen wir irgendwann unter Calais bei dem Tunnel an. Und fahren durch den Tunnel durch und fahren dann über... Ich werde da oben über Amsterdam geschickt. Der Weg wäre auch viel zu kurz, ne? Weil da hast du ja eine lange Fährefahrt. 919 Kilometer. Ja, wir haben 1034.
Was, wie viel? Ich setze die Karte mal ein bisschen um. Ich komme. Ja. Sofern wir uns. Setz einfach beim Tunnel einen Punkt. Nee, ich überlege gerade, wie ich das am besten hier wende. Ah, warte, ich hab's. Ja, wir warten kurz. Wartet einfach nur ganz kurz drauf. Alle, die noch einen Kaffee brauchen, können sich jetzt einen Kaffee holen und ich kann die Nachricht hier lesen. So. Ich glaube, das reicht nicht. Bis Bergisch da ist, habe ich den Kaffee noch nicht. Marvin fragt, auf welchen Server fahrt ihr? Wir fahren auf EU3. Hinidara schreibt Hi Folie. Hi Hinidara. So, Peter schreibt, ich habe das auch mal gehabt. PC kaputt, ich vermisse das total. Ja, das Gute ist, dass ETS auch einen PC schafft, der jetzt nicht wirklich gerade die beste Leistung hat. Das heißt, zur Not einfach mal gucken, ob du da einen günstigen Rechner bekommst. Dalton schreibt, what game is this? Euro Truck Simulator 2. Sag mal so. Ach, Nibik hat's gefunden. Perfekt. Ist es möglich, mit euch zusammenzufahren bei einem späteren Zeitpunkt? Rico, ist es auf jeden Fall, weil wir fahren ja regelmäßig mal. Wenn du uns bei YouTube bzw. bei Facebook abonniert hast, dann wirst du auch eine Info bekommen, wenn es das nächste Mal der Fall ist. Mike fragt, wie heißt dieses Spiel? Das Spiel heißt Euro Truck Simulator 2. Ja, ich schreibe mich ein. Und für Android gibt es auch eine Klarsichtfolien-App, die man sich runterladen kann im Play Store. Da wird man auch immer drüber informiert, wann der nächste Stream startet. Ja. Weil ihr fahrt über Tunnel, ne? Ja. So. Bergisch? Ja. Du darfst. Aber ich bin kurz mein Navi umgestellt, damit ich nicht immer falsch gelotst werde, weil ich müsste jetzt auch wieder rechts abbiegen. Falschfahrer. Oh ne, oh, der fährt rückwärts, ist der bescheuert oder was? Ah. Wow. Achtung, da wird überholt. Ja, Vorsicht, da kommt einer, ne? Von hinten. Das ist ja ein Falschfahrer. Oh ja, hier ist es ziemlich voll, sehe ich gerade. Hui! Alles gut? Ja, ja. Ja, Fluffy, das war der, der mich vorher fast gerammt hätte. Ja, ja, alles klar. Ja. So sind die Fluffys unter uns. Okay, Report. Ja, das kennst du irgendwoher, ne? Hä, hey, ich müsste schon wieder rechts rumfahren. So, also überholt jemand links? Ich mach das so. Emir Kral überholt. Da kommt noch ein Transporter, Göteborg, Jaji. Göteborg? Wow. Ja, wir lassen die einfach mal vorbeiziehen. Wir sind ja die entspanntere Kategorie. Stimmt. Ein Yoshi. So, dann eher 80 fahren. Ja. Vorsicht bei Yoshi. Yoshi fährt hier ein bisschen. Ich bin auf 90. Oder Yoshi wollte sich halt. Yoshi wollte sich wahrscheinlich nur einordnen bei uns. Ich weiß nicht, ob er mit uns mitfahren will. So. Hier rechts runter, ne? Ja, zeig es den vor dir, aber nicht, sonst fährt er auch rechts runter. Ah, ne, der ist schon vorbei. Ja. Ja, 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 der will eigentlich, glaube ich, uns hinterherfahren. Zu spät. Der ist nämlich genau vor mir reingezogen. Ich glaube, der ist nicht so ganz sauber. Oh, fast wäre gekippt, der Film. Ja, er schafft alles. Ja, finde ich gut. Warte mir, wie kamt ihr auf diesen, auf den Namen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Nico, ja, das ist PC. Wir haben eigentlich damals nur einen Namen für unser Teamspeak gesucht und uns ist keiner eingefallen. Und da wir gerade darüber diskutiert haben und eine Person im Hintergrund meinte, irgendwie die gerade eine Klarsichtfolie zu suchen, haben wir den Namen aufgegriffen und gesagt, okay, wir heißen so. Und das hat sich dann auch irgendwann übertragen aufs auf diesen Kanal hier. Also bei YouTube sind wir ja eigentlich schon um einiges länger. Und halt jetzt zwischendurch auch bei Facebook. Ja. Und um die Abonnenten, die ihr da seht, ja, da auf der Seite, nee, auf der Seite ist das, glaube ich, genau, die sind auch alle von YouTube, das heißt, Facebook ist da nicht mit inkludiert. So. So, wir waren eben bei 70 Zuschauer, jetzt haben wir wieder die 100 geknackt, sehe ich hier gerade. Facebook. Ich muss mal kurz gucken, weil
Haben wir jetzt schon die 30.000 geschafft? Was meint ihr? Insgesamt. Oh, 42.218. Ja. Das sind ein paar. Aber wenn man dann davon die Leute abzieht, die nur ein paar Sekunden reinschauen und dann wieder wegklicken, ist der Typ das typische wie ein Fernsehprogramm, wenn man schaut kurz rein, ach scheiße, weg. So, dann nutzen wir nachher das erste Mal auch mal eine Zugverbindung. Nee, Zug? Das ist Zug. Wir fahren Schiff? wir fahren mit einer Lok. Oh je. Ja. Yeah. Ist ja bitte nicht das, Andi am Stuhl, Andi fährt ja Personenzug, der fährt ja keinen Güterzug. Dann ist okay. Ja, du fährst einfach nur hinten auf dem Hänger rauf von dem Zug. Und. Okay. Musst du noch einparken? Ja, richtig. Du musst noch ein Bahnticket lösen. Charlotte, wie lange geht die Tour noch? Wofür würde sonst kurz was anderes spielen? Charlotte, du kannst ruhig kurz was anderes spielen, weil ich will mir dann noch was zum Essen machen und die Waschmaschine anschmeißen. Und diese Tour geht jetzt auch noch circa 40 Minuten ungefähr. Oder 30 Minuten. Von daher kannst du ruhig noch was anderes spielen in der Zeit. SSO oder was ich was. Fahrt geht noch 12 Stunden. Und 17 Minuten, genau, wir fahren Real Life. Ja, aber nicht in echt. Obwohl, wenn wir Tempo 30 fahren würden, würde es vielleicht noch eher. Ja, aber nee. Nee, bitte nicht. Marina schreibt: Hi, wie geht's dir so denn? Ja, ganz gut, wie geht's dir, Marina? Christoph, ich schaue bis zum Schluss zu. Kannst du gerne machen. Du kannst auch gerne mal irgendwann mal mitfahren, wenn du möchtest. Dennis, das sind aber keine 50 Meter Abstand zum Vordermann. Nee. Um ehrlich zu sein, sind das gerade 36 Meter Abstand zum Vordermann. Ja. 40. Ja. 41. Ups. Links. Ja. Oh, mein Navi geht mal richtig. Ja, irgendwann leitet er dich sicherlich mal richtig um, oder? Ja, er hat mich auch ein paar Mal versucht, über Düsseldorf. Ja, Düsseldorf, das Thema, lassen wir mal sein. Sollten wir Düsseldorfer hier im Stream haben? Huch. Naja, Uli ist stimmt, nicht da, also ich mag Düsseldorf. Aber ich mag auch Köln. Aber ich mag Köln lieber als Düsseldorf. Aber das hat Grün. Du musst tanken? Was? Oh. Geht nicht mal ein bisschen früher? Ja. Oh, mit dieser Pinkelpause. Oh, wieder das typische Terre Elefantenbremsen. Ja. Ja, den tanke ich aber jetzt gleich mit. Ich bin Hacke. Ich hab noch mehr als halb voll, ein bisschen mehr. So, ich habe jetzt 299 Liter getankt und ich muss es in das Speditionsdings eingeben, weil das Teil abgeschmiert ist. So, ich switch mal kurz aus dem Spiel raus. Oh, der zeigt keinen Anhänger an. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Gut. Hat sich erledigt. SpeedV zählt nicht mit. Nee. Olli, du weißt schon, dass wenn du mich aufnimmst, ne, dass du dann ziemlich arm. Oh ja, kein Problem. Ich habe so viel Geld schon gemacht hier. Nee, ich fahre über SpeedV. Ich hab's gesehen. Ich habe ja vorhin abgerechnet, ne, deine ganzen Aufträge, die du gefahren bist. Hast du nicht mal die Möglichkeit, mal irgendwo mal zumindest ein kleines bisschen gerammt zu werden? Du hattest keinen Schaden auf alle Frachten. Olli, achso, ja, ich kann wieder fahren, ne, wenn ihr wollt. Und, naja, und bei mir ist es halt so, wenn ich sehe, ich habe Schaden, dann setze ich halt lieber zurück. Wo ist Finn? Ja, danke. Finn muss ja vor. Oh, achso, ich dachte, du fährst vor. Ja, dann eben nicht. Oh, nee, ich will. Na, aha, gut, dann geht Finny nach hinten. Ich will bergisch. Ja, ich fahre jetzt mal kurz hier erstmal. Alle, die vorfahren wollen, können vorfahren. Danke. Niebeck fragt, welchen Server fahrt ihr? Wir fahren. Ach, hier sind fremde Leute. Wir fahren auf Server EU3. Warum bist du abgefahren?
Der Yoshi meint, mich reinfahren zu wollen. Ich muss ihn mal kurz melden. Ich habe natürlich keinen Schaden bekommen, aber... Was denn? Ja, ich hätte dich beinahe geknuscht. Ja, dann so. Hat mal ein bisschen Abstand, junger Mann. Vorsicht bei dem Yoshi. Ja, das scheint eine Person zu sein, die mit Absicht Leute reinfährt. Also beziehungsweise uns reinfährt. Weil er wahrscheinlich zeigen will, dass er was kann. Ach ja, Yoshi wartet schon. Was steht denn darum? Ja, Vorsicht, der neigt zum RAM. Aber ich habe ihn schon reportet und wir können ja mal kurz alle rechts reinfahren, wa? Ranfahren. Du rechts reinfahren, oder? So. Ja, du kannst auch in die Leitplanke reinfahren. So, und jetzt hoffe ich, dass er mich reinfährt, dass ich das dann sofort reporten kann und per Video weiterleiten kann. Nee, aber er scheint es da stehen zu bleiben. Wie gesagt, ansonsten Spielstoß im Kopf. Ja, beabsichtigt, das zweite Mal schon. Innerhalb von kürzestem. Ah, er hat sich ausgelockt. Er wurde gebannt. Wir können weiterfahren. Das ging aber schnell. Er wurde gebannt. Report, User was banned from server. So, keine Ahnung. Wie lange? Also ich denke, dass er gebannt worden ist, weil es kam gerade eine rote Meldung von irgendwas. Guck nochmal kurz. Wieso kann ich den Chat nicht mehr einsehen? Ja, Y geht gerade nicht. Y drücken. Ich bekomme. Ja, F11 ist aktiviert eigentlich. Was ist los? Was ist los? Kater! Ja, toll. Achso, ja, dann kannst du nicht mehr steuern. Ja, danke, das mache ich jetzt. Oder einfach Enter drücken. Jappi. Ja, bei mir geht gerade der Chat nicht mehr, warum auch immer. Ja, bin ich froh, dass der Chat nicht geht. Ich habe jetzt nämlich gerade Schaden genommen. Aha. Ich wusste, dass du mit Tastatur steuerst. Nee, aber es kam jetzt schon komisch vor. Ja, er hat mich gerammt, ich habe ihn gemeldet und kurz danach weg. Mhm. Ja, wahrscheinlich war es nicht das erste. Ja, entweder das oder keine Ahnung. So, mal gucken, was sich so im Chat getan hat. Ja. Ich versuche. Mai schreibt, ist das 1 zu 1? Nee, ich vermute, ich glaube 1 zu 10 oder so ist das, glaube ich, ne? Der Maßstab? Ich auch nicht. 1 zu 7, ich auf jeden Fall nicht 1 zu 1, weil sonst würden wir jetzt noch 12 Stunden fahren. Ich glaube, bei ATS war es 1 zu 7 oder sowas. So, Mike, moin, man muss ca. 80 bis 120 Meter Abstand halten, zwecks Lex. Ja, theoretisch schon, wir halten auch so eigenermaßen. Okay. Wir sehen ja, wie viel. Da vorne sehe ich einen blauen Punkt. Wie viele Millisekunden die das vom Ping her haben. Also, das so jetzt passt es eigentlich, da dürfte nichts passieren. Außer bei mir, weil ich nebenbei noch auf den Chat schaue. Naja, du hast den drittbesten Ping von uns allen, also passt das. Peter Fox schreibt, eine Nachricht, die ich nicht lesen kann. Naja, Finn hat noch einen schlechteren. Den besten hat Sunny. Und was ist der Sinn in diesem Spiel? Der Sinn in diesem Spiel ist, Frachten von A nach B zu transportieren, am besten ohne Schaden. Somit Geld zu verdienen, um dann seine Firma aufbauen zu können. Und wir fahren hier auch in der Spedition gerade. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade fahren. Wir fahren Knoblauch nach Grimsby. Ja. Das heißt, wir fahren das auch gleich noch im Linksverkehr. Und so an sich im Singleplayer macht das Spiel jetzt nicht wirklich großartig viel Spaß, zumindest nicht auf Dauer. Deswegen spielen wir es im Multiplayer. Und Tom Diesel Truck TV schreibt, Moinsen, Moin, Tom Diesel Truck TV. Du fährst Diesel? Links halten. Was? Ich finde das so geil. Ich sag es noch extra. Aber deine Reaktionszeit war ziemlich spät, ne? Und ja, nochmal danke für die ganzen Likes und Herzen, die teilweise hier gesendet werden und manche Smileys auch, wo so ein komisches Traurigteil kommt.
Björn fragt, wie heißt das Spiel? Euro Truck Simulator 2? Martin, cooles Live-Video von Trucker zu Game Trucker. Lieben Gruß, Hoshi. Hoshi, danke für dein... was hast du nochmal geschrieben? Für dein Kommentar, dass das ein cooles Live-Video ist. Ja, es war jetzt kein echter Truck, ne, aber... Ja, ist eine Baustelle. Ja, der Elefant sagt ja. Der Elefant, ja. Also ich glaube, du sollst deine Bremspedale mal ein bisschen ölen. Hier ist 70. SpeedV sagt nein. Stell ich mal nicht so an. Also SpeedV ist außer Betrieb. Oh, guck mal, das sind Luftballons. Oh, Luftballons, das sind Gas. Ja, das die sind komischen Nacht, Dinger da, die... Kennen andere Leute von SSO? Also wenn wir da mit den Teils durch die Gegend fliegen könnten, wären wir gleich im Regenbogen Himmel. Weißt du was, gib doch mal dem Elefanten was zu futtern. Ey, das ist ja der Diesel Wahnsinn. Im Tank, mein Lieber. Ja, okay. So, Berus fragt, lädt man die Fracht selber auf mit einem Gabelstapel oder so? Leider nicht, was ich natürlich geil finden würde, weil man es auch selbst beladen dürfte, ne? Ja, leider nicht. Cool. Die Fracht ist mal schon fertig, abholbereit. Wir koppeln die bloß noch an und fahren direkt los. War ja mal geplant, dass es auch Tandems von gibt, dass du immer deinen eigenen Container hast. Vorsicht, Leute. Achtung! Ey, pass wir doch auf! Links ab. Ja, wir haben ein Problem, dass du da vorne Brody. Jemand... Vorsicht! Ja, ich sag ja, Breitakin. Ja, was macht er denn jetzt? Der ah, hat sie aufgelöst. Total. Wir kommen weiter. Den Glocking gemeldet und sofort weg. Abgebremst, der Hitter auch. Ich konnte nicht mal rüber wechseln, weil der mich hier gerade voll weggedrückt hat. Ich merke das schon teilweise gar nicht mehr, wenn ich dieses Elefanten-Dings mache. Also ich mache das wirklich nur, wenn ich mich erschrecke. Und irgendwie. Finn, Vorsicht, rote Ampel. Mann! Olli! Danke schön, ich bin dir gebremst. Wir sind auf der Autobahnauffahrt. Ja, hast du das mal eine rote Ampel gesehen? Ich kenne welche. In meinem Kopf ist in Leverkusen gibt es eine Ampel an einer Autobahnauffahrt, falls ja, gut. Die Autobahn zu voll ist. Die macht dann wieder Sinn. Da musst eine du Autobahn warten, ob du auf die Autobahn drauf darfst. Ich habe mal gehört, hinter einer Ausfahrt ist irgendwo in Frankreich eine Ampel, eine rote, also meistens. So. Riedelkai schreibt, aber cool ist es auch mal zuzuschauen, Scania V8 oder 480er. V8, ne? Ja. 730, glaube ich. PS, also bei mir sind es keine 480 mehr. 37. Was? Ich sehe euch nicht mehr, ne? Ich bin nur noch ja, die siehst du uns gleich wieder, wir fahren ein bisschen langsamer. Ja, erstmal kommt der. Ja, der King kommt hinterher. Der hat mich nämlich voll abgebremst. Schnell? Ja, ziemlich schnell bei mir. Ah, der bleibt auch auf seiner Seite. Wir machen ein bisschen Platz, dass er vorbeifahren kann. Dein Hinterteil geknutscht. Ja, aber auch nur, weil ich eine Vollbremsung machen musste. Ja, aber er ist auch hier durchgebremst. Wir lassen ihn schön brav überholen. Wenn er es überhaupt will. Ja, überholt. Und der hupt sogar. Er braucht nur seine Zeit. Warum bist du langsamer? Man soll ja kein Gas geben, wenn jemand überholt. Okay, auf der Autobahn ist es ein bisschen was anderes, ne, eigentlich. Ja, erstmal eine Vollbremsung. Oh, der überholt mich. Ja, kannst du wieder, dann ist ein bisschen dichter dran. Ne? Oh, einer überholt. Erstmal den Elefanten rausholen. Was? So. Wir sind in Frankreich. Baguette. Hol die Froschschenkel raus, es gibt Essen. Mhm. Yep. Da vorne glaube ich rechts abbiegen. So kriege ich jetzt eine Nachricht auf meinem Handy. Abbiegen. Finn. Was? Denk an den Elefanten. Ja. Rechts. Genau. Tanja, Finn mein Guter, was ist los? Wie fährst du denn? Kommt hier gerade schon. Soll ich dir noch ein Malzbier bringen?
Ja. Ja, Tanja, hast du gehört? Bitte reiche ihnen ein Malzbier. Oh, ist Kobold immer mit dem Handy, ne? Nicht nachmachen. Wir haben schon wieder 200 Zuschauer bei Facebook. Alle neuen herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut. So, ja. Habt echt einen heißen Fahrstil, kommt ihr gerade schon? Ja, das ist halt, ne, manchmal so, wenn man... Ich zeig euch halt, wie man es nicht macht. Das heißt, niemals auf dem Handy schauen, wenn ihr fahrt. Genau, glaube ich gerade. So, muss man auch tanken oder hat man auch mal Pan? Ja, hat man alles. Tanken müssen wir jetzt gerade nicht, weil wir waren vorhin das Tanken. Eine Pan hat man vorhin auch, weil ein Finn meinte, ich halt mal kurz an. Was? Ja, rote Ampel, ne? Ja, ganz, nee, ganz vorhin, wo du ganz stark geleckt hast, das war natürlich noch schlimmer. Da hab ich geleckt. Weil ja, dann kann man sich bloß noch abschleppen lassen, mehr geht nicht. Und Ebo schreibt auch noch einen Kommentar dazu. Hi Ebos. Ist das hier? Geradeaus. Geradeaus, nee, ne? Aber ich habe mich überhaupt Schaden. Okay. Oha. Wir fahren nur an Lille vorbei. Und dann kommen wir nachher irgendwann zu unserer Vierer, wollte ich jetzt schon sagen. Irgendwann zu unserem Tunnel. Auf der Karten in der Großansicht kann man den auch schon sehen. Auf welchen Server fahrt ihr? Kommt hier als Frage von Florian. Wir fahren auf Server 3, also EU3. Noch ganze 600 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Wer da war es eigentlich? Ne? Kurz nach 6. Aber hier sind ziemlich viele Leute unterwegs, ne? Und der Yoshi ist doch noch da, sehe ich gerade. Ach, schade. Ja, 5 Leute, ne? Der fährt hinter uns. Der holt uns ein. Nein, nee, gib Gas, Finn. Gib Gas, ich hab keinen Bock auf den. Okay, der fährt eh ohne Dings. Okay. Wie der fährt ja, der kommt aber langsam ran. Komm, fahr aber, kann aber nicht. Ja, muss ich lange. Solange ich noch auf der Karte sehe. Ja, Yoshi 2000 ist da. 741, die 741, jetzt ist er von der Karte runter. Da. Mhm. Nee, 490 bei mir. Ja, da ist er wieder. Da ist er wieder. Weg. 470, 460, 450, oh, jetzt kommt er. Oh, 30, 20, 11. Ich fahr mal am Parkplatz, ne? Ach, vielleicht steht er am Parkplatz. Warte, haltet ihr jetzt? Ja, wir fahren aber, glaube ich, wieder rauf, so wie es aussieht. Ich wusste jetzt nicht, ich dachte eigentlich, dass er tanken will, aber wahrscheinlich doch nicht. Ja, Yoshi? Du, weil du rausgefahren bist. Warum du schon wieder abgefahren bist? Ich hab doch vorhin gedacht. Ja, warum bist du denn rausgefahren? Er kommt. Ja, nee, hat er vorhin auch nicht gehabt. Ja, das schon. So, dann hoffe ich doch mal, wir sind bei 2 Stunden 7. Wie fällt er denn dann? Kannst du es einschätzen? Jetzt kommt noch ein Justiz. Er kann. Hinterher, passt auf. Und noch ein Schnellraser. Wow. Ja, Yoshi fährt nicht schnell. Yoshi fährt. Nee, noch ein Schnellraser. Und gleich hinterher noch einer. Vorsicht. Denk dran, wie sind die Lahmsten hier. Das bin ich ja mal gespannt. Da, ich wusste es. Ich wusste es. Ja. Hat er das gehört? Und dann machen wir das gleich nochmal mit ihm. Rechts ranfahren. Ja, ich auch. Eine Aufnahme davon. User joined your channel. Tag schön. Guten Tag. Hi, Nadine. Hallo. Also, Finn? Finn. Kann gerade nicht, ich muss fahren. Du musst bloß zuhören. Ja, richtig. Du bist der Einzige, der fährt von uns allen. Und ich bin auf der Leitplanke, ich muss mich kurz abschleppen lassen.
Weil Ebos hat gesagt, dass du fährst, wie er trinkt heute. Also ich muss mich mal kurz abschleppen lassen, ne? Was du Bescheid Mama wirst. Hat sich auch schon drüber lustig gemacht. Weil ich hänge auf der Leitplanke fest. Okay. Ja, viel Spaß. Und hallo Bert. So. Der Yoshi, weiß ich was. Weil der fährt gesichert auf mich, das heißt, er schaut wahrscheinlich irgendwo zu. Aber ich könnte das ja dementsprechend. Wir kennen ja einen, ne, Danny? Der Wesley. Ja. Der könnte dementsprechend ihn bannen. Genau. Der ist ja jetzt gerade nicht da. In welcher Wäsche bist du, Olli? Soll ich dir dann noch eine Ich kann es ja rausschneiden, dementsprechend. Also, so, weiter geht's. Das Gute ist, dass der Bann, der dann dementsprechend kommt, dann in den meisten Fällen kein Stunden-Wochen-Bann oder weiß ich was ist, sondern ein permanenter Bann. Also kann er sich schon mal darauf vorbereiten, eventuell, dass er sich das Spiel nochmal neu kaufen muss. Olli, hast du getrunken? Nee, der Yoshi hat getrunken, den du von gesehen hast. So. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Ich guck mal. Ja, ich bin in Calais. Das Problem ist jetzt. Er will mich jetzt über die Fähre jagen, aber ich fahre jetzt wieder in eure Richtung. Ich bin so auch in Calais. Ups, ich fahre jetzt hier mal kurz rüber. Soll ich jetzt aber Vollgas? Ja, so. Oder ihr habt jetzt alle Zeit der Welt, weil ich brauche noch ein bisschen, bis ich dann. Ja. Ja, wir sind die ganze Zeit 80. Ach so, gefahren. Ja, stimmt. Macht wie ihr wollt. So. Ich fahr dir einfach hinterher. Ja, und ich fahre jetzt von der Fähre weg, dass ich wieder Richtung Tunnel komme. Also, ich bin jetzt gerade an der Werkstatt. So, mal wieder auf den Chat gucken. Bist du jetzt, Olli? Ich fahre jetzt gerade runter, ganz normal Richtung Tanke. Richtung Tanke, sag ich schon. Richtung Tunnel. So, Nico fragt, was kostet das Spiel? Das Spiel kostet. Ganz ja, die teure Variante 15 Euro. Nein, nur das Standardspiel, ohne irgendwas. Geht aber günstiger, wenn man sich das von anderen Plattformen holt. Marco, guten Tag. Ich finde es sehr gut, euch zu sehen. Ist eine super Sache. Ja, vielen Dank, Marco. What's the name of the game? Das Spiel heißt... the game... welches... Bergisch, willst du nicht Englisch reden? Ja, ja, das ist ja nur Euro Truck Simulator. Okay, the title of the game is Euro Truck Simulator. Genau. Ach, du kannst das mal so gut. Ich noch nicht. Ich hab nur in der Schule auf. Oh, es kommt ein Loot. Unterstütze diesen Kanal mit einem kostenfreien Loot. Achso, dieser Loot ist das. Timo fragt auch, wie das Spiel heißt. Wurde gerade gesagt, Euro Truck Simulator 2. Und Vico schreibt, danke, bitteschön. Für was? Ich muss, glaube ich, hier rund. Fahre ich jetzt gerade richtig? Ja. Gut. Warte nicht so schnell. Alles gut. Ich bin noch so, in Timo Stolze schreibt Dankeschön. Ja, bitte. Ich habe das Spiel auch, habe es aber noch nie online gespielt. Ja, Riedel, dann würde ich vorschlagen, einfach mal wie heißt das? Truckers MP runterladen, also diesen Launcher davon. Und dann kannst du auch online spielen. So. So, da vorne oh fährst Gott, du jetzt einfach. Ich bin, glaub, falsch, ne? Nee, alles gut, du bist richtig. Es gibt zwei Spuren. Okay. Einfach geradeaus. Du bist die Autospur lang gefahren. Das ist alles. Oh. Ich hab dich nicht mehr gesehen, wo du runter bist. Das ich finde das so geil. Du fährst einfach auf das grüne Ding drauf und drückst dann Enter. Ich weiß nicht, du bist schon mal mit einer Fähre gefahren, ne? Nein. Auch noch nicht mit einer Fähre.
Okay, dann einfach Enter drücken, dann hast du da unten verschiedene Ziele. Ich weiß, dass du noch Kalais und Folkestone. Genau, und du wählst halt Folkestone aus und drückst dann unten auf Abfahren. Genau, und dann fährt dann Lok los. Wo seid ihr jetzt? Tunnel. Wo seid ihr jetzt? Ich bin im Dover schon. Wind. Ja, okay. Wir sind halt außerhalb. Das heißt, ich muss jetzt gerade rausfahren. Nee, nicht geradeaus, du musst rechts ab. Also ah, rechts. Ich seh, ich fahr hier hinterher. Achso, ihr kommt noch nach, also. Wo soll ich lang? Achso, da. So, wo geht's jetzt hier rauf? Hier geht's rauf. Okay. So, links. So, welche Lok nehme ich denn? Ich nehme die linke, wa? Ich warte da. Ah. Ist auch immer, ob es für Auto ist oder für LKW. Einfach rechts halten. Ich fahre, warte da allerdings hier in Dover in der Werk in der Stadt. Hä, wir müssen gar nicht. Nee, eigentlich lang, nicht. Wir fahren an Dover vorbei. Kannst du schon mal auf die Autobahn fahren? Auf diese M2, glaube ich, ist das? Ich guck mal. Da gibt es nämlich auch eine Raststätte, dann warten wir einfach dort. Also ich bin nicht rumgefahren. Ja, du hast die Fähre genommen und nicht die im Dings. Ist halt da westlich von Dover. So. Ja, jetzt egal, es halt weiter. Die Fahrt geht los. Riedel, ich probiere es mal aus. Kannst du gerne tun. Achtung, ich stehe, Sonny. Ja, ich sehe es. Auf die A2. Ja, Netti. Ja, A2, M2, wie auch immer. Hab Focolade gehört. Dort, okay? Ich weiß nicht, ob du Focolade gehört hast. Oh. Wir können wieder. Achtung, Sunny, jetzt links. Okay. So, ganz wichtig jetzt, ne? Linksverkehr. Ich bin vorhin aber ganz kurz rechts gefahren, aber keine Ahnung. Ja, ist mal die Umgewöhnungsphase, die man halt hat. Und Trucker Mike, hi, Tag, schön, wie geht's dir? So. Hat keine 143 Zuschauer. Und mal gucken. So, hier geht's schon los. So. Ja, Herr Blitzer. Wenn das nicht auch mal so wäre, ne? So viele Blitzer. Ja, ich bin noch ganz weit hinter euch, ja, also von daher. Nur 70. Nicht du, Bergisch. Was haben wir gesagt? Wann sind wir durch mit dem Spiel? Um 18 Uhr, ne? Ja. Wie viel Kilometer habt ihr noch? 410, 406. Hier links abfahren. Okay. Ah, okay, ich hab 395. Und, Dani, wie ist es, so links zu fahren? Und? Okay. Mal reden, wenn wir angekommen sind. Dann kommen wir erstmal an und dann muss ich erstmal übergeben gehen. Oh. Wo lang? Rechts. Ja. Ach, davon 97 fahren. Ja, die 97, die man gar nicht erst schafft. Hm. Nee, das stimmt. Kann ich nicht. Ich bin ganz alleine. Ja, das kommt davon, ne? Wenn man eine Abkürzung fährt mit der Fähre. Ja, ich war gerade mit 60. Ich fahr schon wieder auf der falschen Spur. Nur mal so. Ah, Mann. Sonny, sag Bescheid, falls du nicht hinterherkommst. Seh dich. Gut. Du müsstest da vorne eh schon wieder links abbiegen. Ah, ich sehe da ein Berg. NRW. Ich hab mir extra gesagt, wart an der Raststätte.
Tuni, ja, da war doch kein dabei. Die kommt noch. Warte. Ich war jetzt aber wieder 80 hoch, ne? So. Ich roll mal hier unten, ne? Ja, da habe ich ein bisschen die Leitplanke mitgenommen. Ah, die Auffahrten sind doch extrem eng gemacht hier, oder? Für so einen LKW. Naja, da kommt mir hier enger vor. Alles eine Frage der Perspektive. Natalie LP! Moin Moin, wie geht's dir? Gas geben kann. Okay, ich warte jetzt hier am Parkplatz. Von mir aus kannst du Gas geben, ich bin ziemlich schnell hinter dir jetzt, glaube ich. Wir müssen sowieso gleich wieder anhalten. Soll ich weiterfahren gleich oder? Treffpunkt. Ach, ich warte einfach. So, Alexander fragt, wie das Spiel heißt. Das Spiel heißt Euro Truck Simulator 2. So, und hier links auf die. Genau, Mini-Pause und dann ziehen wir durch. What, let me F7? What? Ach, da kommen sie ja. Willst du mich verräumen? Boah, ja, schrock los. Alles gut. Entschuldigung. Ich dachte, der andere will da noch reinquetschen hier. Ja. Okay, seid ihr soweit oder wollt ihr noch irgendwas tun, machen? Oh, ich warte noch kurz, dass die ankommen. Ah, Franzi lebt. Ankommen. Guten Morgen, Franzi. Guten Morgen. Ah, ich bin jetzt hinter Finn, ich komme da wieder hinter dir, Bergisch. Du bist es. So, interessant zuzuschauen. Weiter. Viel Spaß noch. Ja, Jens, danke schön dafür. Jo. Jo. Marco, so ganz allein auf der Straße macht keinen Spaß. Ja, Marco, du hast recht, deswegen sind wir ja ein paar Leute. Achtung, 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 Achtung! Was denn? Oh, Olli, Mann. Ja. Ja, da ist einer. Hat er nicht gesehen, dass ich raus will? Ich hab geblinkt. Hast du nicht geblinkt? Ja, der kann sowieso auch mit Schuss, das kam noch dazu, ne? So. Ja. Ich lass ihn mal vor. Ja, ich bleib den erstmal auf da. Ich will ihn nicht auch noch wegrammen. Oh, Olli! Dass du noch sagst, ich hab nicht geblinkt. Hä? Nicht, dass du noch sagst, ich hab nicht geblinkt. So. Olli, ich hab vorhin schon geschrieben. Und hi, Erik schon. Ja, weil Finn soll ja vorfahren, oder? So, Finn, fahr. Ja, willst du auf der Autobahn? Los, 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 los. Ja, dann fahr doch vor. Soll es egal sein. Und hi, Justin. Oh, Olli, ja, gut, los, dann fahren wir vor. Auf der Autobahn. So. Ja, dann fahr ich vor. So. Ja, fahr mal vor. so. Wenn ihr schon in London seid, könnt ihr gerade. Was für ein Ding? Wie? Irgendwas mit Aubameyang wieder aufladen. BVB braucht ihn. Achso, das ist irgendein Spieler, wa? Ja, BVB. Ja, den bringen wir mit. Ja, kein Problem. Bernstein schreibt: Wie kann man so viel Zeit haben? Ja, siehst du doch, wir haben voll viel Zeit. Es ist Feiertag. Ja, war das Tobias, wie heißt das Spiel? Nein. Euro Truck Simulator? Marco, so wünsche euch allen noch viel Spaß beim Spielen. Ich bin dann mal wieder weg, da meine Kinder mal Hunger haben und morgen wieder Kita ist. Ich muss auch wieder los. Ja, danke fürs Zuschauen, Marco. Bis zum nächsten Mal und ja, schönen Abend noch. Sonny, kommst du hinterher? Und ja, nein, das ist nicht mobil, das ist das heißt über PC, das Spiel. Und Daisy schreibt Olli mit einem traurigen Smiley. Was ist los? Laura, hey, bin wieder da. WB? Finn, ich glaube, du hast gleich das
Rauschen, wollte ich gerade sagen. Was? Wir müssen ja schon wieder runter, oder? Rauschen. Ja, irgendwer hat ein Rauschen, ja. Links halten, rechts halten, meine ich. Wir müssen jetzt die zweite raus. Fehlfunktion, umgehend Werkstatt absuchen. Ja, du mich auch. Wie ist das denn gekriegt? Weiß ich doch nicht. So, jetzt links. Links, 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 Finn. Gerade noch so. So. Ach, die Sonne geht schon wieder auf. Ist das nicht schön? Achtung, Sonny, direkt hinter dir ist jemand. Ich glaube, der will kuscheln. Ja, ja, ich weiß, ich sehe das schon. Ach, wie lieb die hier alle sind, hä? Alle auf Kuschelkurs. Wie lange streamst du noch? Ich streame jetzt noch. Wie lange fahren wir ungefähr noch? Ja, ich schätze. Naja, wir haben ja, ich glaube, 20 Minuten sind das noch. Und danach muss ich dann noch die Waschmaschine anschmeißen, noch was essen, dann noch Fortnite spielen. Ach ja, das wird ein schöner Abend heute. Was esse ich denn nachher? Also was bestellen will ich jetzt nicht unbedingt. So, wie viele Zuschauer haben wir denn bei Facebook? 129. Nivek schreibt, bin hinter euch. Ach, Nivek, du bist das. Also bist du das, was? X... Achso, Kevin, 93 wahrscheinlich, mit ganz viel X dazwischen. Wir haben uns schon gewundert, warum ist eine Person hier ohne Anhänger fährt, aber recht vernünftig. Ah, jetzt verstehe ich auch, wie der Name Nivek zustande kommt. Ja, ah. Verkehrt rum, siehst du? Rechts. Da vorne. Oder auch nicht. Das war Rasen. Oha. Mehr als sagen kann ich auch nicht. Ups, das war der Yoshi schon wieder. Ey. Yoshi. Er hat's wieder geschafft. Das ist die nächste Aufnahme. Und nochmal ihn melden, das macht dann Spaß. 8, 6, 9. So, diesmal war es. Was heißt denn. Ah, Wrong Way Driving hier. So. Der ist clever, der lockt sich auch direkt aus, damit ja, man nicht mehr bringt nichts. Ich habe schon drei Aufnahmen diesbezüglich. Ja, du musst ja trotzdem mit ja, die ID habe ich ja. Melden. Meinst du die drei? Na, ich habe ja die dreistellige, die hier generell angezeigt worden ist, und dann noch die TMP-ID. Die bringt nichts. Achso, okay. So. Olli, wollen wir zu ich guck grad, ob ich jetzt überhaupt hier wieder rauskomme. Soll ich dir helfen ansonsten? Irgendwie. Ja, warte, ich fahr noch ein bisschen vor, damit Sunny auch noch reinpasst. Bin noch drin. Ja, zur Hälfte. Ja, es könnte was werden, es könnte was werden. Ja. Wie kann ich nochmal die hinteren Reifen runter machen mit U, wa? Mit V war das? Ja, nee, ich will die hinteren Räder runter haben. Ich glaube. Z? Oder Z? Z auch nicht. Z. Oh, welche Taste waren das mal? Ich wusste es mal. Also bei mir ist es für den Anhänger. Ja, nee, ich will. Egal, ich versuche hier schon. Ja. Oh. Ach ja, Teamwork pur hier. Ja, moin. Ja, von. Ich glaube, von hinten bringt's nichts. Ich glaube, man muss sich von vorne ein bisschen auf die Straße schieben. Ja, ich hab's nicht.
Das hängst du auf, wa? Ja, Mann. Ja, ich lass mich abholen. Ich glaube, das. Abholen, sag ich schon. Ja, das Ding ist, ich muss. Total SSU. Ja, V bringt auch nichts. SSU gefährdet. Ich häng komplett in der Luft, deswegen bringt's nichts. Ja, gut, ich lass mich abholen. Ja, ich auch. Ach ja, ach ja, ach ja, ach ja. Ach ja, und wenn ich die Person reporte, Bergisch, dann reporte ich ja auch die TMP-Nummer da, ne? Glaube ich. Ja, genau. Weiß nicht, ist ja auch wieder dran, wenn man es schleppen lässt? So. Kann ich nochmal einmal helfen und dann bringt das weg. Gut. Dann geht's nochmal weiter. Naja, ich fahre jetzt hier wieder raus erstmal. Lass mal kurz gucken. Ich bin jetzt in London. Ja, so. Wo treffen wir uns denn dann? Ja, fährt er jetzt hier raus? Wer ist denn eigentlich? Joshi oder was? Ja, ja. Gut, er fährt nicht raus, also fahre ich jetzt mal vorbei hier. Also wenn ihr an Cambridge fahrt, dann könnten wir da an der Autobahn warten. Kommt drauf an, ob ihr über die M11 oder die M1 fahrt. Also von London geht's jetzt erstmal, ich muss mal kurz gucken, wie ihr mich jetzt hier lang lotst. Alter, wenn er gleich nochmal kommt, ey, dann. Ja, im Nachhinein ist er dann, denke ich mal, weg. Ich hoffe es. Ja, ja, also. Ach, hast du schon direkt Aufnahmen, ne? Per Aufnahme. Achso, ja, ja, ich bin ja schon. Ach, das ist super. Vielen Dank. Arbeiten. Ach, gern doch. Ich weiß nur, dass du schon mal dieses Videoschnittprogramm benutzt, also. Yeah. Ah, ich kaufe mal eben mach die Garage, das. Ne? Können wir uns gleich feiern, hinten rum, dann können wir uns da treffen. Weißt du, solche Personen wie Finn werden einfach mal gebannt, weißt du? Und wenn man dann solche Personen sieht, da dauert es mal Ewigkeit, bis die gebannt sind, aber ich denke mal, es läuft auf dem permanenten Bann heraus am Ende. Spätestens, wenn wir Wesley erreicht haben. Oh ja. Naja, bei mir ist es ja noch relativ. Nein, nee, Wesley ist halt eine Person, der selbst mal Admin war und halt seine Leute kennt, die das dann ganz schnell umsetzen können. Ich kann dazu nachher schreiben. So. Was? So. Geht das geil. Okay. Kommt der denn weg? Der Elefant ist wieder da am Start. Ich habe ihn vor der Schau auf dem Ecke gefahren. Ich dachte, der fährt da rein. Und Olli ist weg. Habt ihr jetzt Richtung Campwatch, so wie es aussieht? Okay, dann fahren wir vor. Gibt's das Spiel auch für deutsche Straßen? Ja, normalerweise fahren wir auch in Deutschland, bloß jetzt gerade nicht mehr. Wir waren vorhin auf deutschen Strecken. Und direkt wieder abbiegen. Wie viel Kilometer habt ihr noch? 275. 290. Hm? 290. Ach shit! Ja, ich soll hier runterfahren, zeigt mir das Navi an. Ja, ja, ach so, gut. Richtig, okay. Wir sind gleich hinter euch. So. Ja, Sani, kommst du hinterher? Bin, ja, ein bisschen hinter dir, aber ist okay. Lass uns so abbiegen. So, Alexander schreibt, finde nur diese Version. Ja, okay, den Link sehe ich jetzt leider nicht komplett. Könnte ich ja vorne vielleicht so ja, 70 kurz fahren. Ja, mach ich.
80, 70, einfach nur damit wir ein bisschen hinterherkommen. Also keine Vollbremsung, bitte. Okay. Bitte nicht schon wieder. Ich lass jetzt rollen ein bisschen. Wie heißt das Game und für welche Plattform gibt es das? Das Spiel heißt Euro Truck Simulator 2 und gibt es hauptsächlich nur für PC und für Mac. Allerdings ist, glaube ich, Mac nicht kompatibel mit Truckers MP, oder? Und was war doch da? Nein. Es gibt auch Linux. Das geht über Umwege mit Truckers MP, aber generell nur Windows Multiplayer. Also ich fasse dann auf die Autobahn drauf. Ja, ja, alles gut. Wir sind hinter euch. Ich bin alleine. Ja, wie fährst du denn schon wieder hier, Finn? Ich bin gerade ausnahmsweise mit 80 mit 30 Zonen gefahren. Beziehungsweise 48. So. Jetzt fahr ich ja wieder runter. So, ich bin jetzt bei 70 eingependelt. So. Ja, die letzten paar Kilometer waren jetzt noch ein bisschen anstrengend. Ja, ihr könnt wieder, für Finn? Ihr könnt wieder 80. Dani ist auch da, ja. Glaube ich, sehe euch. Ja. Zwei Spuren. Ich bin da ganz alleine im Job. Ja. Aber der Yoshi ist sicherlich auch so ein kleines Kind, ne? Was sich wahrscheinlich noch nicht alle DLCs leisten konnte, keine Ahnung. Das heißt, wir hätten einfach nur in Italien fahren sollen oder so. Hast du schon an der Tankstelle? Nee, wir sind jetzt gerade an der Tankstelle. Wie viel Kilometer habt ihr noch? Gott, Jungs. Bei 110. Ich habe eben gerade irgendwas von Report, Jungs, gehört. 230. Hat jemand für uns reportet? Ich hab gar nichts. Ich nicht. So, also, bei mir zeigt er noch 200 Kilometer an. Ja, das kommt hin, bei uns auch. Ich bin 30 hinter euch. Rain Sim, Tag schön, ETS Show. Hey Olli, lange nicht mehr gehört. Ja, wie geht's dir? Also, wie geht's euch? Ja, was sagt denn die Uhr? 18.37 Uhr. Ja, genau, bis 18 Uhr sind wir fertig. Rechts halten. Glaube ich. Jetzt sagt er rechts halten. So, der Chat ist jetzt komplett auf Englisch. Ah, nee. Warte. Bei Facebook. Auf jeden Fall gibt es das Spiel nicht als Handy-App. Klar, sieht vor, Dennis schreibt guten Abend. Ja, guten Abend, Dennis. Du wolltest eigentlich mitfahren, ne? Ja, überleg mal, wie viele Steuerungen. Überleg mal, wie viele Steuerungen es gibt. Das könntest du mit dem Handy, glaube ich, gar nicht abbilden. Muss ich dann? Ah, ich denke mal, jetzt ziehen wir am Stück durch. War bis zum Ziel. Wenn nichts passiert. Ja, richtig. Mal gucken, ob noch ein Yoshi vorbeikommt. Genau. Auf dem letzten paar Meter. Aber wenn es die letzten paar Meter sind, kann man sich abschleppen lassen, ist man schon am Ziel. Also von daher. Genau. Ja. Ja, so. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich weiß gar nicht, ob das hier auf dem Server geht. Es gibt ja einen neuen Befehl, womit du dich selbst reparieren Christian kannst. Christian schreibt, nee, bleiben bei Deutsch. Okay. Aha. Ja, hoffe ich doch. Dich selbst reparieren? Ja. Auf einem fix, / fix auf Y. Mhm. Links halten. Sorry, konnte nicht, kommt jetzt hier gerade von Dennis. Ja, wenn du lieber im Bett liegst und schläfst, ja, dann ist das natürlich. So. Ja. Was, Dennis? Holy Socke.
Es waren noch 140 Kilometer. 175. Hey, was ist denn mit dem Navi jetzt? Nee. Rechts. Das Navi hat sich gerade irgendwie. Warte mal. Also. Nichts los hier, ne? Seitdem. So. Ach, das ist eine Windmühle. Plus Info, Yoshi ist noch auf dem Server. Ist er noch da, ja? Begeistert. Was? Ja, ja, ich habe jetzt aber auch seine ID nochmal rausgesucht. Okay. Solange er weit weg ist? Das kann ich nicht rausfinden. So einfach. Ich bin nicht auf dem Monitor. Und gleich knallt's. Nee, ja, genau. Du kannst ja wirklich nachschauen, wenn, wo ein bestimmter Spieler auf der Karte ist. Warum muss ich jetzt hier abbremsen? Oh, hier ist 48. Nee, ich fahre jetzt hier nicht langsam. 3. Du kommst in Berko? Ja. Leicht blitzt es bei mir. So. Fast da. Zack, da ist es passiert. 560 Euro kostet das hier nur. Das war echt so, ja. So, mal wieder in den Chat gucken. Jetzt, wo es gerade ein bisschen ruhiger hier auf der Straße ist. So, nein, das Spiel gibt es weiterhin nicht online. Was habt ihr geladen? Knoblauch, glaube ich, ne? Haben wir drauf? Ja. So, ich kaufe das Spiel jetzt, ist im Angebot für 6,99 €. Ja, dann solltest du es tun. Also, du kannst auch mal gucken, ob du da gleich ein komplettes Pack findest. Für alle, die es sich noch kaufen wollen und es immer noch zu teuer finden, Steam Summer Sale. Genau. Sag nur das. Da wird es eh wieder für irgendwie. So, Christian schreibt: Kann man bei euch einfach mal dazu stoßen? Und ein paar Touren mitfahren. Ja, Christian, kann man. Sofern wir wieder fahren, kannst du gerne mit dazukommen. Am besten, ich weiß nicht, ob ihr auf YouTube passt, weil bei YouTube sind wir regelmäßiger live als bei Facebook. Auch wenn bei Facebook mehr los ist, dementsprechend. Aber... Okay, jetzt lässt es sich gerade ein bisschen nach. Jetzt haben wir noch 67 Zuschauer bei Facebook. Du hast gesagt, es geht gleich vorbei. Ja, kann natürlich auch sein. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. ETS-Show, wie ist das nochmal mit der TS-IP von euch? Hab sie aus Versehen, ich muss hier runter. Einfach Ausrufezeichen TS eingeben und du findest unsere IP. Rechts, links abbiegen. So, die letzten Meter. Ich hab noch 100. Ja, noch 74. Man merkt, dass du auf dem Rasen fährst. Nee, das war der Linksstreifen hier. Links, rechts, links, rechts, rechts. Rechts. Links. Eile. Hört man das echt raus? Ja. Ja. Oh. Okay. Ja, bitte, ETS-Show. Auch das Landstraße, ne? Jonas schreibt, darf Yoshi 2000 auch dazu stoßen? Nee. Nein. Er stößt ja schon die ganze Zeit dazu. Wenn es nicht der Yoshi ist. Jonas Spielspieler schreibt Hallo. Na, sagen wir es mal so, der Yoshi, der stößt ja automatisch immer dazu. Also er stößt auch richtig zu. Sunny, alles gut? Ja, alles gut. Sicher.
Jetzt habe ich auch 70. Da war's. Ob's gut ist? Ja, ich... Deutsche Autobahn und trotzdem links fahren, schreibt Justin gerade. Nee, jetzt sind wir gerade nicht mehr in Deutschland. Jetzt sind wir irgendwo in Großbritannien unterwegs. England. Vorhin waren wir auf deutschen Straßen. Und ich spiele derzeit, Christian, ich spiele derzeit über tatsächlich WASD per Tastatur. Hier schreibt schon gerade jemand, Alexander schreibt, bei MMOGA die Gold Edition für 6,99 €. Ja, und für den Preis kann man nichts falsch machen. Ich glaube, bei der Gold Edition ist ja für DLC schon mit dabei. Oh ne, ist ja Birmingham. Ja, ja, in der Gegend sind wir, glaube ich. Das Spiel heißt, da komm, guck mal, wer da kommt. Ja, wer ist da schon wieder? Was? Bitte, bitte sag, der Jossi ist ja da. Bitte sag es nicht. Gut, wir sagen. Und schreibt sogar Hallo Klarsichtfolie als Datei, als Dings. Ja, ja, ja. Ist das dieser Yoshi? Der kam uns nochmal besuchen. Sag, sag es nicht. Ja, ja, natürlich. Hat er was getan? Fort wieder reingerannt. Ja. So. Ich glaube, ja, wir sind kann sein. Teleportiert. Warte mal ab, bis ich gleich komme. Sehe ich noch nicht. Ich bin hinter dir. Ich bin in Grimsby. Perfekt. Gut. Und Vollgas geben. Ach ja, er wird eindeutig einen permanenten Bann bekommen. Ach, ich sehe euch. So, Abschlepp. Komm, wir jagen den nieder. Stimmt, er ist hinter dir, ne? Ich sehe Bergisch, ich sehe Sonny, ich sehe. Ja. Keiner mehr. Wo ist er denn? Weg. Ja, bringt aber nichts, ja, wenn er sich danach kurzzeitig auslagt, dass er eine neue ID bekommt, weil die Twarkas MP-ID ist immer die gleiche. Ja, ja, richtig. Ich hab die ja. Und zur Not, es gibt eine Suchfunktion, da kannst du nach einem Yoshi 2000 suchen. Dann hast du auch die ID wieder. Wie schnell fährst du, Dani? Im Moment gerade 69 um die Kurve, wieso? Ja, nicht so schnell wie du, genau. Ich war 90, 86. Ja, schön für dich. Aber, wow, wäre ich auch, Geht auch, ja, ich wollte gerade sagen, geht auch bergauf, ne? So. Bitte kein Gegenverkehr. Ja, schreibt, da ist der Yoshi 2000 wieder dazugestoßen. Yep. Ja. Aber er ist nicht die erste Person, die dann einen Dauerbann bekommt. Es gibt auch die gewissen Situationen, wo die Leute dann ankommen im Nachhinein. Ich will mein Geld wieder haben, wie das Spiel. Weil die Person gebannt worden ist. Das wird dann nicht funktionieren. So. Achso, so, letztes Jahr. Ja, ja, ja. Okay. Ja, auf der Leitbank kann man nicht mehr viel machen. Irgendwann ist vorbei. So, Wesley, alter Verwalter, mehr Schaden hast du auch nimmer zusammengebracht. Ja, Wesley, da hast du recht. Ich bin rücksichtslos angeblich gefahren, ja, obwohl ich dafür nichts kann. 40% Schaden, geht ja noch. So wie ich ab und zu durch die Gegend geflogen bin, hätte es auch 100% Schaden sein können. So, Roland schreibt Servus. Hi, Roland. Dein Ernst? So. Aber das wäre das schön gewesen. Aber das, ne? Aber das wäre mal so der kleine Witz, Vorteil, ne? Ja. Wenn man so auf dem Server 4 fährt, ne? Da können die versuchen, wie sie wollen, jemanden zu rammen. Es passiert nichts. Ups, jetzt war ich mal kurz auf die falsche Spur, sehe ich gerade. Ah, alles sehe ich. Ja, ist besser als nix. Im Auge. Speziell. Ja, muss ich. Ja, natürlich kann ich nichts dafür, Wesley. Du hättest die mal vorhin sehen müssen, den lieben Joshi. Joshi. Nee, der ist wirklich mit voller Wucht frontal so durch, ey. Und reparieren. Reparieren. So, mein Auto ist wieder heil. Mein Auto, sag ich schon, mein LKW.
Dann stelle ich mich jetzt hier noch hin, dann kann man vielleicht noch mal ein Foto machen oder so. Gute Arbeit habe ich. Das verstehe ich nicht. So. Dani, das hat mich erschrocken. Was denn? Was hast du gemacht? Ich kam gerade mit Vollgas um eine Kurve gefahren, das hat mich erschrocken. Wie heißt das Spiel? Merkt man am Lenken? Achso, ja, ja, ist logisch, dass man es am Lenken merkt, weil auch die ruckartigen Links-Rechts-Bewegungen und so weiter sorgen halt diesbezüglich dazu, dafür. So. Habe ich hier gerade den Rückwärtsgang drin? Was denn? Nee, ich bin unschuldig. Was denn? Voilà. Ja, da wollte nicht gemoved werden, so wie es aussieht. Oder er ist länger als 5 Minuten inaktiv, das ging er automatisch wieder zurück. Ah, dann ist das halt so. Tag schön. Ja, moin. Hey Olli, leider nicht. Anschließen? Bestimmt, oder? Wir sind durch. Wie jetzt? Wir sind 3 Stunden 49 Minuten live, ja? Und? Da können wir noch ein bisschen weiterfahren. Nee, kann man nicht. Ich hallo. Ich muss meinen Rekord von gestern. Asiel. Ja, ich habe gestern habe ich insgesamt 47. Ja, das ist Kilometer halt für die gesagt. Leute, die feiertags keine Hobbys haben. Ja, richtig. Und den muss ich heute toppen, weil ich habe eine Wette mit dem Kollegen. Ich muss 5 Tage hintereinander immer weiter toppen. Ach ja. Nee, wir hatten einen netten Yoshi heute. Der mit uns zusammengefahren ist, also zusammengefahren ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, Bergisch ist schon an Rändern. Das ist schön Videos mit dem Best of Yoshi. Mhm. Und dann wird ja noch ein schöner Report geschrieben. Na, okay, am Ende habe ich ja den Schaden bekommen. Wir können ihn ja beide machen, weil du warst ja auch davon betroffen. Ja. Das ist ja dementsprechend auch gesehen. Ja, du hast es ja gesehen, nicht. Was passiert ist. Ja, so, ja. Also, ich schaff's schon das mit dem Rückwärts in die Parkbucht einparken, üben wir nochmal. Aber sie steht mittlerweile sehr gut, du hättest das mal vorhin sehen müssen. So, Fotos sind da. Also, ich überleg auch gerade, was macht mehr Sinn, wenn man einen Report macht oder zwei? Heißt das normalerweise nicht parken in 3 Zügen? Ja, in Zügen haben wir heute auch schon geparkt, war aber dann mit der mit dem Zug, mit dem Tunnel und so weiter nach. Wo sind wir hingefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, im Zug kannst du nur von Dings aus von Amsterdam. Ja, irgendwie sowas war es. Calais, genau, Calais. Wie meint Calais? Mit dem Zug nach England. So. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute mit ETS 2. Das nächste Spiel, was ich noch spiele, werde ich wahrscheinlich gar nicht streamen, deswegen sage ich schon mal euch einen guten Start in die kurze Woche. Und ja, dann sind wir spätestens kommendes Wochenende wieder da. Bis dann, tschüss.